Und damit moin moin und ganz herzlich willkommen am Sonntagabend zu Hardcore Colonization. Schon das zweite Mal diese Woche, nachdem wir am Freitag einen kleinen Sonderstream eingelegt haben, weil ich zufällig Zeit hatte, geht's heute weiter. Die Duna-Basis steht erstmal, mit Betonung auf erstmal. Und wir müssen mal gucken, wie es aussieht. Wir haben jetzt für 22 Tage Essen. Der Trend sieht gut aus, dass genug Essen produziert wird. Der Engpass werden wahrscheinlich eher die Machinery Parts, aber das werden wir in Zukunft sehen. Heute werden wir uns auf jeden Fall damit beschäftigen, was wir so an Missionen offen haben. Wir werden uns damit beschäftigen, die ganzen Forschungspunkte, die wir haben, mal einzusammeln und auszugeben. Und eventuell, je nachdem in welche Richtung ihr geht, mit neuen technischen Konzepten rumzuspielen. Da sage ich aber gleich noch was dazu. Jetzt erstmal ein ganz liebes Hallo an diejenigen, die schon da sind. Nämlich an Crazy, an den Major Spanker, an Neo Kerman, an Cynic, an Atlan, an Lady Samus, an den Antrax, an Darien, an Kalis. Hallo, schönen guten Abend und natürlich auch ein ganz liebes Hallo an alle, die lieber vorm Fernseher rumlurken und nicht so viel im Chat tun. Ja, ich hatte es schon gerade angedeutet. Ihr habt heute ein bisschen die Chance, mit drauf Einfluss zu nehmen, was wir nachher erforschen. Und zwar würde ich heute zu Beginn des Streams die ersten 29 Tage, ihr seht es hier, bis die Science Labs wieder was abliefern, nutzen, um ein bisschen die Duna-Basis im Auge zu behalten. Und noch ein, wir haben noch ein Material Kits und ein bisschen Spritpart im Orbit von Duna. Das holen wir noch zur Station und demontieren das in der Zwischenzeit. Dann sammeln wir die ganzen Science-Punkte ein und dann würde ich uns im Forschungsbaum mit voraussichtlich 5500, mal gucken, wie viel zusammenkommen, Science-Punkten vorwärts bringen wollen. Und da habt ihr heute die Chance mit abzustimmen. Die Mods werden gleich einen Strawpoll posten. Da könnt ihr das wählen, ob wir forschungstechnisch in Richtung Projected Power, also dieses, da haben wir letzte Folge drüber gesprochen, Strom über längere Entfernungen per Laser, Mikrowellen, irgendwas zu übertragen. Das ist ein ganz eigenes Konzept von Interstellar, mit dem ich mich auch noch nicht beschäftigt habe. Die zweite Richtung wäre besseres Kolonie-Equipment, damit wir im nächsten Startfenster die Duna-Kolonie mit neuen Features ausstatten können. Oder natürlich bessere Raketentechnik. Das umfasst für mich so alles, was irgendwie mit Antrieben, mit Stromerzeugung und so weiter zu tun hat. Das gerne abstimmen. Der Vote läuft, bis wir mit der anderen Aufgabe durch sind. Und danach werten wir den Vote einfach mal aus. Mods gerne immer wieder auch auf den Vote hinweisen, solange wir ein bisschen tüdeln, damit alle, die auch noch dazukommen, gerne noch ihre Stimme abgeben können. Das heißt, ihr dürft heute ein bisschen mit Einfluss nehmen, in welche Richtung die Reise weitergeht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen jetzt erstmal rüber Richtung, Richtung Duna. Schnappen uns dieses eine Material-Kits-Ding, was ich identifiziert hatte und noch zur Basis bringen wollte, also zur Raumstation bringen wollte, um es da zu demontieren. Dann haben wir nämlich auch den Orbit soweit aufgeräumt und vor allen Dingen auch, da ist es, und vor allen Dingen auch den gesamten Sprit eingeheimst, den wir so brauchen. Ich hatte, bevor ich den Stream gestartet habe, einmal geguckt. Dieses Hitzeabstrahlungsproblem an der Duna-Station hat sich tatsächlich gelöst durch jetzt Spielneustart. Wir sind jetzt sauber auf den Kühlern wieder bei 9%. Keine Ahnung, da war irgendwas buggy. Ich hoffe, dass das nicht irgendwann mal so ausrastet, dass es uns die ganze Station zerreißt. Naja, dann haben wir einen schönen Notfall, um den wir uns dann kümmern müssen. Wir haben ja ein Rettungsschiff angedockt, wo die alle reinpassen. So, das ist unser Überbleibsel. Das hat nicht mehr besonders viel Delta-V. Könnt ihr das sehen? Das müsste hinhauen. Das ist ein bisschen finster, aber ich glaube, im Großen und Ganzen reicht es. Das sind vor allen Dingen viele Material-Kits und der Treibstoff reicht halt nicht mehr, um das unten zu landen. Deshalb werde ich das jetzt zur Raumstation bringen und dort demontieren, in der Hoffnung, dass wir auch vielleicht noch ein bisschen... So, wo sind wir jetzt? Hier sind wir... dass wir ein bisschen Treibstoff sogar noch übrig haben. Mal gucken, ob das hinhaut. So, als allererstes mal gleichen wir die Inklination aus, solange wir noch relativ weit draußen sind. Das dauert jetzt ein bisschen, dahin zu kommen, aber wir haben eh ein bisschen Zeit runter zu tüdeln, damit wir die Wissenschaftspunkte noch abbekommen.
Wie weit habe ich mich mit dem Projected Power beschäftigt? Ich habe mir ein bisschen was im Wiki mal durchgelesen, dass es eben verschiedene Arten von Wellenlängen und so weiter gibt, dass Microwave wohl mit das effizienteste ist, um über lange Entfernungen zu übertragen. Ja, das war es ehrlich gesagt auch schon größtenteils. Also ich habe mir jetzt keine Videos oder so angeguckt, ich habe nur ein bisschen mal bei Reddit und sowas gelesen, was andere Leute zu dem Thema schreiben, was so die generischsten Fragen sind. Sage ich mal, den Rest werden wir gemeinsam rausfinden. Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch auch schon damit rumgespielt. Das heißt, ich nehme dann auch gerne Tipps entgegen, wenn ich die Nuss selber nicht geknackt bekomme. Ansonsten, wir haben viel Kohle auf dem Konto. Wir haben fast 4 Millionen zur Verfügung an Budget. Und ich bin mal gespannt. Wir haben hier eigentlich auch noch ein bisschen was, was wir übertragen können. Das heißt, wir können noch ein paar Aufträge erledigen. Da müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen. So, jetzt erstmal der Burn. Oh, Low Resolution Altimetry Scan. Ich weiß gar nicht, ob ich den eingeplant habe. Aber scheinbar läuft da schon irgendwas mit 85%. Das muss ich mal gucken, warum das bei 85% steht und nicht abgehakt ist. Wer weiß. Science Data vom Ike, da müssen wir auch noch hin. Return to Kerbin from a Flyby, das kommt später erst. Okay, alles klar. So, das haben wir. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir unseren Orbit am besten runtergebremst bekommen. Hier können wir auf jeden Fall schon mal deutlich nach unten gehen. So, dann hätten wir da ein Encounter. Ein Orbit später. Von 0,7 Kilometer, 159 Delta V Unterschied. Die können wir uns leisten. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Okay, dann müssen wir jetzt 54 Minuten nach vorne asseln, um uns zum Manöver erstmal zu begeben, dass wir einmal unseren Orbit anpassen. Und dann haben wir im nächsten Orbit unsere Begegnung mit der Raumstation. Und haben das dann erledigt. Das sieht auf jeden Fall wieder sehr viel aufgeräumter um Duna rum aus. So. Das hilft schon mal. Werbung für Projected Power. Das habt ihr noch in keinem Livestream gesehen. World's First. Ja, ich bin gespannt. Und moin auch an Gwen. Direkt wieder gewiped worden. Ach, Gwen. So. Zack, 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 zack. Und Feuer frei. So. Denke ich mal. 1 Kilometer. Das ist okay. Gut, jetzt müssen wir den Orbit abwarten, bevor wir die Bremsung einlegen. So, die Raumstation wird uns durch unseren größeren Schwenk jetzt einholen. Und dann können wir hier zur Bremsung ansetzen. 160 Meter pro Sekunde abbremsen. Da sind wir runter auf 520 ungefähr. Delta V, das reicht locker, um uns vorsichtig an die Station anzunähern. Da müssen wir mal gucken. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der hier auf Tankstutzen ausgelegt war. Nicht so wirklich, ne? Nicht so wirklich. Ich glaube, ich habe gar keinen extra Tankstutzen mehr. Vielleicht können wir das mit Local Logistics machen und die Probe dann einfach daneben parken. Mal sehen. Das werden wir rausfinden. Wie habe ich es bei meinen ersten Minmus-Missionen hinbekommen, dass meine Kerbals nicht an Homesickness leiden? Ich bin mit sehr, sehr viel zusätzlichen Habitation-Dingern, so Außen-Habitation-Kuppeln und sowas, Sichtfenstern geflogen. Das kannst du aber auf YouTube ja auch noch angucken. Also auf YouTube sind auf jeden Fall die Folgen auch noch online, in denen ich nach Minmus geflogen bin. Also guck einfach mal in die Hardcore Colonization Playlist auf YouTube rein. Huch, da ist sie schon. Bin ein bisschen spät dran mit dem Bremsen. Da kannst du dir das anschauen, wie die Rakete gebaut war. Du brauchst auf jeden Fall irgendwas, um Habitation zu erzeugen, und du solltest nicht mit zu vielen Kerbals fliegen am Anfang.
Und später hast du ja dann Bauteile, die dir ermöglichen, mehr Habitation mitzubekommen. So, jetzt erstmal einen schönen guten Abend auch noch an Mr. Drake Player und Kalime. Grüße euch. So, 1,7 Kilometer, sie ist uns ein bisschen abgehauen, die Station, aber nichts Wildes. Nichts, was wir nicht gelöst bekommen mit unserem Sprit, den wir noch haben. Strommäßig sieht es auch okay aus. Ich habe halt nicht so einen großen Puffer. Ich muss ein bisschen aufpassen. Wir werden regelmäßig mal das Triebwerk zünden müssen, damit ich nicht leer laufe. So, 0,0 Kilometer. Das sieht gut aus. Und Sunnybrid, auch dir einen schönen guten Abend. Grüß dich. So. Sehr gut. Ich hau mal kurz den Zeitraffer ein bisschen rein, dass wir schnell näher kommen. Und dann gucken wir gleich mal, wie wir das lösen. Also das Zerlegen ist kein Problem. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das ohne eine Verbindung funktioniert, mit den Local Logistics den Sprit rauszuziehen. Sollte aber eigentlich. Und dann muss einfach nur ein Körbel raus und das ganze Zeug in seine Einzelteile zerlegen. So, ich fange schon mal an zu bremsen, damit wir da nicht zu schnell reinkommen. Erster Bremsimpuls ist durch, noch 200 Meter. Das sieht okay aus. Komm halt genau hinten auf die Solarpaneele zu. Tschüss, grüß dich. So. 4 Meter. Okay. Okay, ich gehe jetzt runter auf 2 Meter pro Sekunde und ziehe die Solarpaneele ein, damit wir nicht irgendwo hängen bleiben. Im Moment nutzen die uns eh nichts, weil es zappenduster ist. Ich werde jetzt auf 0 runterbremsen, damit wir uns nochmal neu orientieren können. Just, vielen lieben Dank für dein Follow und ganz herzlich willkommen bei den Körbonauten. Dankeschön, viel Spaß beim Zugucken. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt gehen wir mal in den Locked Mode, dass wir sauber sehen, wie rum die Kiste guckt. Und dann drehen wir sie in eine Richtung, die uns hilft, an die Station ranzukommen, nah genug, aber nicht irgendein Solarpanel abzureißen. Dajin, auch dir einen ganz herzlich schönen guten Abend. Willkommen und hallo. So, ich glaube, wir können einfach direkt das Cockpit tatsächlich da vorne anvisieren. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht als Richtung. So, das machen wir jetzt schön vorsichtig. So, am Medical vorbei. Ist das Medical? Nee, das ist Science Labor. Am Science Labor vorbei, bisschen dahin. Das sieht gut aus. Okay, jetzt geben wir ganz wenig Schub, so dass wir halt einen Indikator bekommen, wo wir hinfliegen. Glaube, das reicht. So, und jetzt drehen wir die Kiste einmal in die andere Richtung, dass wir gleich bremsen können. Und dann geht es auch schon an den Sprittransfer und das Zerlegen. Mal gucken, wie das funktioniert. Mal gucken. Und ihr denkt bitte dran, ihr dürft per Strawpoll abstimmen, in welche Forschungsrichtung wir weitergehen. Projected Power, besseres Kolonie-Equipment oder bessere Raketentechnologie. Den Link posten die Mods in regelmäßigen Abständen. Nehmt gerne an der Abfrage, an der Umfrage teil oder auch an der Abstimmung, aber Abfrage ist in dem Fall nicht das korrekte deutsche Wort dafür.
So, also wir rangieren hier gerade ganz vorsichtig unser Bauteil rein. Das kann auch zu. So. Damit wir da gleich die Material Kits aufnehmen können. Schönen guten Abend, Hannibal. So, das sieht doch gut aus. Ich nehme jetzt schon mal ein bisschen Geschwindigkeit raus. Schöner Parkplatz. Echt lange nicht mehr hier. Das kann durchaus sein, aber schön, dass du den Weg wieder hergefunden hast. Was war denn dein letzter Stand? Wir sind mittlerweile ganz gut auf Duna aktiv. Haben die Bodenbasis am Laufen, sind hier gerade an der Raumstation, die mittlerweile auch echt Form angenommen hat. Das steht still genug. Okay, wir schalten zur Raumstation rüber und gucken mal, ob wir den Sprit raustransferiert bekommen. Das wäre schon mal ganz nett über die Local Logistics. Nee, geht nicht. Schade eigentlich. Schade. Na gut. Dann können wir es einfach nur zerlegen für die Material Kits. Wir haben hier Speichermöglichkeiten. Habe ich noch irgendwo einen Tankstutzen? Irgendwo einen anderen Tankstutzen. Damit könnten wir es nämlich noch hinbekommen. Da weiß ich, dass keiner dran ist. Hier vielleicht. Auf Duna ist schon ein bisschen was passiert, ja. Ein bisschen. Schönen guten Abend, Wilma. Nee, nicht wirklich. Hier könnte noch was drin sein. Aber kein Tankstutzen, nee. Nö. Nixe tanken. Okay, schade. Nee, hilft nichts. Dann werden wir jetzt jemanden rausschicken. Mosambi, wo treibst du dich rum? In einem Wohnquartier. Medical Bay, ach, das sind gar nicht die Wohnquartiere. Wohnen noch Leute in dem Raumschiff? Das wäre nämlich eigentlich auch mal Zeit, die umziehen zu lassen. Tobias, du bist ein Scout. Du könntest mal langsam dein Quartier beziehen auf der Raumstation. Wir müssen ja nicht für immer in dem Raumschiff leben. So. Gleich mal die Leute hier alle rausziehen. Hier wohnt keiner mehr. Hier wohnt auch keiner mehr. Da ist er, der Mosambi. Okay, du kannst dann erstmal raus und das Teil da zerlegen. Und dann. Was ist denn? Wird etwas orientierungslos. Da ist das Raumschiff, alles klar. Also wir kassieren jetzt die Material Kits von dem Teil noch ein. Wenn wir schon. Hat es Hannibal Kerman in meiner Abwesenheit ins Spiel geschafft? Das kann ich dir aus dem Kopf gar nicht sagen. Ich weiß nicht, haben wir irgendwo einen Hannibal unterwegs? Wo wollte der denn hin? Für was war der denn eingestellt? So. Guter Ingenieur. Das war dem egal. Ich kann es dir echt nicht sagen. Aus dem Kopf. Es sind schon mehr Kerbals geworden, aber ich kann es dir aus dem Kopf nicht sagen. Was ist das? So, das müssen wir mal aufmachen, um erstmal die ganzen Schaltparts loszuwerden.
So, ich weiß nicht, was das Root-Part ist, deshalb fange ich jetzt einfach mal an. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich hoffe ja. Ja, es ist der Docking-Port. Okay. So. Bauteile zerlegt. Das heißt, wir können wieder an Bord gehen. Ich gehe jetzt erstmal über so eine Kuppel rein und verschiebe ihn dann in ein Wohnquartier. Obwohl, wir können ihn eigentlich in der Kuppel lassen. Als Ingenieur ist er da ganz gut bedient. Wir müssen nur daran denken, dass er nicht im Raumschiff sitzen bleibt, wenn wir die Heimreise antreten. Das wäre ungünstig. So, zack. Gut. Wir sind an Bord. Sehr schön. So, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Wir haben für ein Jahr 335 Tage Essen am Start. Supplies stehen bei 15.550 und haben leichtes Minus. Das heißt, wir sind im positiven Bereich mit den Supplies. Wir produzieren. Das ist gut. Das heißt, es wird mehr werden. Wir haben 5 Jahre Habitation und 6 Jahre Homesickness. Ein paar sind sogar indefinite. Das heißt, wir stehen eigentlich ganz gut da, dass wir auch die Crew nicht mit dem nächsten Launch-Window komplett rotieren müssen. Das heißt, es wird dann ein Pilot wahrscheinlich mit dem Raumschiff zurückfliegen, unter der Vorbedingung, dass wir genug Sprit zusammenbekommen. Das ist ja ein bisschen der Haken an der Sache. Ich muss jetzt mal gucken, wie viel Sprit uns hier fehlt in unserem Raumschiffchen. Und ob wir. Ich brauche halt hier eine Ladung. Mit der ich auf jeden Fall landen kann, um eine Notfall-Evac zu machen. Die Frage ist, ob wir danach noch genug übrig haben, um das Mutterschiff komplett zu betanken. Das wäre so ein bisschen. Das wäre ungünstig, wenn wir es nicht hätten, weil ich habe im Moment halt noch keine Tankoptionen so wirklich. Tom Craft, schönen guten Abend. Mal schauen. Und dir dann auch dir einen schönen Sonntagabend. So. Betankung läuft. Gute Möglichkeit, zwischendrin mal einen Schluck Wasser zu nehmen. Ne? Man soll ja immer schön hydrated bleiben während zum Stream. Diana und Forst, das Problem kannst du outsourcen, indem du die Pizza einfach bestellst. Dann muss jemand anders durch den Weltuntergang mit dem Essen zu dir. Okay, da haben wir noch 600 übrig. Alles klar. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie viel uns nachher noch fehlt. Die Dinger sind voll. Und die Teile waren noch nicht voll. Da fehlt einiges. Da fehlt einiges. Eieiei. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Wir machen gleich mal einen kurzen Testflug. Einfach um zu sehen, mit wie viel Delta wie wir dann unterwegs wären. Ob das in irgendeiner Form machbar ist, damit nach Hause zu kommen. So.
1500 Delta V mal 1600 mit viel gutem Willen. Dati, vielen lieben Dank für 7 Monate in Folge Resub. Dankeschön. Und damit bist du auch richtig safe mittlerweile im silbernen Raketebereich und auf der zielgeraden Richtung der goldenen Rakete. Sehr cool. So, Mist, wie machen wir das jetzt? Ich muss mal kurz gucken. Ich will den wieder andocken gleich. Okay. In Kamera hier. Zack. Okay. Also, wir müssen RCS-mäßig... runter. Okay. Bisschen schwierig, immer so einen großen Klotz einzuparken, aber wir sind ganz gut unterwegs. So. Unser Problem ist jetzt wahrscheinlich, dass wir zu weit weg waren. Noch nicht weit genug weg waren wahrscheinlich, ne? Ja. Muss ihm jetzt mal ein bisschen Trennung geben erstmal, damit der Dockingport wieder anziehen kann. Raketen aus Gold haben bescheidene Thrust-Weight-Ratios. Da stimme ich dir inhaltlich komplett zu. Deshalb sind sie auch aus Plastik in Goldoptik. Da kennen wir nichts. Die müssen ein bisschen hoch. Halten. Wir gehen jetzt mal so auf 9 Meter. Dann müssten wir eigentlich... Ja, jetzt leuchten sie wieder grün. Das heißt, sie sollten eigentlich wieder bereit für ein Docking sein. Mein Strom leert sich auch recht schnell. Komm schon, zieh an. Jetzt sieht er. Okay. Cool. Ich weiß, das braucht jetzt ein bisschen, aber... Nicht zu sehr ins Schwanken geraten, bitte. So. Control from here.
So, was ist dein Problem? Das ist dein Problem, richtig? Ich unterstütze ihn mal ein bisschen beim Auspaldowern. Ich hoffe, ihm geht nicht vorher der Strom aus. Ja, da ist er. Okay, sehr schön. Okay, 1600 Delta V. Ich glaube nicht, dass es reicht. Ich guck mal. Also, Delta V-Chart sagt 360 in den elliptischen Orbits, 250. Fünfhundert, 600, 610, 710, 740, 750 plus 950, um einzubremsen, wenn ich keinen Gravity Assist benötige. Knapp, relativ knapp. Es würde mit Ach und Krach hinhauen. Vielleicht können wir noch ein bisschen Sprit später von der Ike-Mission abziehen, wenn die ihre Mission erledigt hat. Ich meine, bis zum Startfenster ist es noch ein bisschen. Mal gucken. Mal gucken. Okay. Soweit erstmal alles IO. Wir haben 1600 Delta V zur Verfügung, ohne dass wir jetzt irgendwelche Zauberei machen. Hier wäre auch noch mal ein bisschen was drin. Wir könnten es noch ein bisschen puffern. Es würde mit Ach und Krach reichen, um den Hobel nach Hause zu fliegen. Wir sollten dann auf jeden Fall auch gucken, dass wir Supplies so weit wie möglich hier rüberbringen. Oder wo auch immer noch Platz ist, um Supplies einzuspeichern. Auf jeden Fall so wenig wie möglich in diesem Raumschiff mitnehmen, weil da wird nur ein Körbel nach Hause fliegen. Ja. Das Schiff ist nicht ideal, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist vom Treibstoff her nicht ideal, um unbetankt wieder den Rückweg anzutreten. Das fällt mir jetzt gerade auf. Da müssen wir uns was überlegen. So, jetzt machen wir aber erstmal den Zeitsprung, um die Wissenschaftspunkte einzusammeln. Beziehungsweise wir könnten noch schnell einmal zur Bodenstation springen und dort einmal Wissenschaftspunkte von der Oberfläche holen. Das ist nämlich eine unserer Aufgaben, dass wir von der Oberfläche was senden. Ich hoffe, wir haben irgendwie durch das Satellitennetzwerk eine Reichweite, mit der wir das tun können. Ich glaube nämlich nicht, dass ich so schlau war, eine Antenne anzubauen. Habe ich eine Antenne angebaut? Ich glaube nicht. Wenn nicht, wäre das auf jeden Fall mal eine Maßnahme für die nächste Basis. Hier ist keine Antenne dran, ne? Nee. Bup, bup. Nächstes Zeitfenster soll auf jeden Fall eine Tanke auf Ike beinhalten, ja. So, wir haben Signal Strange. Can transmit Science, okay. Crew Report. Achso, ja, da müsste vielleicht mal jemand kurz hochtüdeln. Hallo, Kazit, du darfst als Quartermaster hier mal den Part übernehmen. Hier unsere erste kleine Duna Base. So sieht sie aus im Moment. Auch hier ist Supplies leicht am Steigen. Das ist also okay. Ach, da oben ist auch unsere Antenne. Guck mal, da ist die Antenne. In welchem Mode spielst du eigentlich? Was meinst du damit? Das ist ein Karrieremodus, den ich hier spiele, falls du das meinst. So, die übertragen wir jetzt nach Hause. Ja. Andere Knopf. Und damit haben wir auch wieder einen Auftrag erledigt. 126.000. 3 Science. 7 Sternlis. Sehr schön. Okay, und jetzt geht's ab in das Space Center und wir sacken noch die restlichen Science-Punkte aus den Stationen ein. In 3 Tagen und in 29 Tagen. Wir machen erstmal den Zeitsprung auf 3 Tage, holen uns die Technologie, die Forschungspunkte aus der Kerbin Space Station und dann prüfen wir einmal, wie es aussieht auf der Duna Space Station, Duna Basis unten, ob unsere Lebensmittel leicht gestiegen sind weiterhin.
Das wäre recht begrüßenswert. So, kurze Epilepsiewarnung. Genau, und Crazy hat gerade wieder den Link gepostet. Ihr könnt mit abstimmen, was wir forschungstechnisch dann mit den Science-Punkten tun. Geht es in Richtung Projected Power? Geht es in Richtung mehr Kolonie-Equipment fürs nächste Startfenster? Oder wollt ihr verbesserte Raketentechnik, also Antriebe, Cockpits, solche Geschichten sehen, damit wir coolere Raketen bauen können? Also die drei Wege gibt es. Ich glaube, die haben alle ihr Für und Wider. Deshalb stelle ich sie auch zur Wahl, damit ihr eine Entscheidung treffen könnt. Ja, ich wäre gespannt, was ihr so auswählt. Und ich hätte auch schon, glaube ich, eine Idee, was eine Testmission für alle drei sein könnte. Ich habe da nämlich noch so einen kleinen Zwischenfall auf der Minmus-Raumstation. Da sind ein paar Leute inaktiv geworden. Die haben ein bisschen wenig Habitation gehabt. Die würden gerne nach Hause. Die müssten wir zwischendrin auch irgendwann mal abholen, weil die da echt nutzlos sind, so wie sie jetzt sind. Also quasi eine Crew-Rotation machen. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Danke dir. Auf dem Weg zum Silber, der fünfte Monat in Folge. Resub, Dankeschön. Vielen lieben Dank und weiterhin natürlich ganz viel Spaß beim Zugucken. So, jetzt müssen wir die Typen nur noch finden. Wo habe ich die drin sitzen im Moment? Hier. Okay, ihr habt 500 Science, das ist schön. So, wie geht's euch denn hier eigentlich? Ihr seid auch echt gut drauf insgesamt. Also irgendwann wird hier auch eine Crew-Rotation fällig, aber im Großen und Ganzen sind sie alle noch einverstanden. Jebediah hat schon auch echt lange keine Bodenbasis mehr gesehen. Habe ich hier eigentlich ein Modul, um euch zu upgraden? Ein Level-Up mit euch zu machen? Das müssen wir gleich mal gucken. Hier läuft gar kein Life-Support. Was ist falsch mit euch? Zack. Ist hier irgendwas noch aus sonst, von dem ich wissen sollte? Level Up Crew, hervorragend, das machen wir gleich mal. Aber erstmal die Wissenschaftsdaten. Erstmal die Wissenschaftsdaten. Matunov, schönen guten Abend auch dir. So, Level Up Crew. Sehr cool. Okay. Ihr habt noch 600 Data. Wir hätten hier, glaube ich, verschiedenste Experimente. Ich probiere mal, ob ich ein bisschen neue Data erzeugen kann fürs Labor. Da wäre was, aber kann ich, ja, zack, rein damit. Kann ich die Data aus dem Labor irgendwie? Ich würde sie halt gerne da rein transferieren, ne? Da würde sie uns auch richtig helfen. Ich forsche jetzt das Labor hier erstmal leer. Es hilft ja nichts. So, neuer Timer. Wenn hier wieder das Labor voll ist. Genau. 500 Max Science. Und los geht's. Ist auch gar nicht so lange hin. Dadurch, dass sie jetzt ein bisschen gelevelt haben. Okay. Gut, dann haben wir das. Dann springen wir jetzt einmal rüber in Richtung der Duna-Station. Mal guck mal, Duna ist bald wieder auf Höhe von Kerbin. Ach ne, ja, tun das ja auf der Außenbahn. Oh, das dauert noch eine Weile. Alles gut, kleiner Gehirnpups von mir. So, wie sieht's hier aus? Wie geht's euch so?
auf den Duna-Bohnen. Theoretisch sollten die jetzt mehr als, was waren es, 517 oder so. Ich weiß nur, hinten stand eine 17 bei den Supplies haben. Fehlen da Module? Was meinst du mit fehlen da Module? Bum, 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 bum. So. Ah, Sonnenaufgang auf Duna. Ein wundervoller neuer Tag beginnt. Oder Sol in diesem Falle. Achso, ja, ihr könntet natürlich auch noch eure Solarpaneele mal ausfahren, ne? Es ist ja nicht so, als ob wir hier nicht Solarstrom hätten. So. Sehr schön. Okay, wie geht's euch? Ihr seid jetzt bei 221, 217 waren es also. Okay. Und wir sind jetzt bei immer noch 22 Tagen. Aber es geht vorwärts. Also wir sind in den 3 Tagen von 217 Supplies auf 221 hochgegangen. Leider ist unsere Machinery auch um 1 gesunken. Und ich glaube, das wird unser Hauptproblem werden. Unsere Hauptherausforderung, denke ich, wird werden, den Ofen hier am Laufen zu halten, bis Verstärkung kommt. Also vor allen Dingen neue Machinery kommt. Ja. Also ich denke, das Erste, was wir, worauf wir verzichten können, ist dann nachher der Recycler wahrscheinlich. Ach so, ja, das ist, wenn du von den Fairings, gibt so ein Spacing-Ding, so Strukturen, auf die du das setzen kannst, und wenn du dann das Fairing wegsprengst, sind die unsichtbar im Prinzip. Ist einfach, also da fehlt nichts, das ist einfach optisch ein bisschen doof gelöst bei KSP. Genau, also ich denke, das Erste, auf was wir verzichten können, ist dann das Recycling, dann. Ja, eigentlich die Essensproduktion und dann kommt schon die Evakuierung, weil wir können nicht ohne Habitation arbeiten. Die Habitation ist nämlich so ein bisschen der Punkt, an dem es bricht nachher, weil ich habe nichts zum Andocken hier unten. Das heißt, die Typen müssen halt aussteigen können und selber laufen können. Dafür dürfen sie keine Touristen werden, wie zum Beispiel, ne, um zu zeigen, warum haben wir eigentlich Probleme mit Minmus. Die drei Herren hier, Neo, Marius und Ladengru, die sind leider in den Zustand gerutscht, dass sie sagen, habe ich keinen Bock mehr drauf, ich würde gerne nach Hause geflogen werden. Deshalb müssen wir die mal abholen und nach Hause bringen. Die kriegen mal wieder ein bisschen Landurlaub in näherer Zukunft. Okay, jetzt checke ich nochmal die Colony Rewards, einfach um ein Gefühl dafür auch zu bekommen. Wir haben jetzt 3 Tage verstreichen lassen, 3 und ein bisschen. Oh, das gibt sogar Science. Science und Reputation. Sehr schön, cool. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay, dann machen wir jetzt noch den nächsten Zeitsprung. Wir haben nur 22 Tage. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Ich spring mal erstmal 15 Tage und würde dann nochmal auf die Duna-Basis gehen, einfach um sicherzustellen, dass da nicht irgendwelche dummen Fehler passieren im Ablauf. Weil er ja, wenn wir jetzt nicht da sind, jetzt KSP abgestürzt, nicht sauber mitberechnet, dass produziert wird. Und das dann natürlich heißt, dass unter Umständen so komische Sachen passieren, wie die Kerbals verhungern, obwohl sie gar nicht verhungern. Das ist jetzt am Anfang ein bisschen schwierig für größere Zeitsprünge. Da wir normalerweise so große Zeitsprünge ja auch nicht machen, ist es nicht ganz so wild. Joa, schauen wir mal. Ja, dieses Zurückgehen zum Space Center ist immer ein bisschen schwierig. Da ist das Spiel ein bisschen murkelig. Deshalb jetzt kurzer Neustart erstmal. Genau, dann machen wir diesen kurzen Sprung über Duna, also 15 Tage Zeitsprung, kurz nach Duna gucken, dass alles passt. Dann machen wir die letzten 10 Tage Zeitsprung nochmal, dann haben wir die Science-Daten. Dann kommt die Straw-Poll-Auswertung, den Crazy immer wieder brav postet, was wir forschungsdatentechnisch machen. Und je nachdem, wohin eure Entscheidung fällt, haben wir dann mehr oder weniger viel auszuprobieren. Ja, und dann gibt es einige Sachen zu tun. Neben neue Technologien probieren, haben wir auf jeden Fall noch eine ICE-Mission zu erledigen. Wir haben einen ICE-Länder mit dabei, das heißt, ein Engineer und ein Scientist haben noch eine Mission vor sich, nämlich nach ICE zu fliegen und da Forschung zu betreiben.
Dann haben wir noch ein paar andere Missionen. Wir können auch noch mal gucken, ob es neue Missionen gibt. Und wir müssen ein paar Dinge designen für das nächste Startfenster. Das ist in etwas mehr als einem Jahr. Und wir können halt auch mal gucken, welche Startfenster so als nächstes zur Verfügung stehen. Ob wir irgendwo schon mal eine Probe-Mission hinschicken wollen, um ja, erste Erkenntnisse zu sammeln, würde ich mal sagen. Also potenziell ist jetzt auch mit der Duna-Landung nämlich die Tür aufgestoßen, um in Richtung Joel-System zu gucken. Das wäre natürlich richtig heftig. Vor allen Dingen auch wäre das richtig heftig wegen der Habitation-Geschichte. Also wenn wir da bemannt hinfliegen wollen jemals. Eve ist immer ein Thema, wobei Eve halt so eine Mission ohne Rückkehr im Regelfall ist. Das wird relativ schwierig wahrscheinlich. Und wir haben natürlich noch viele, viele andere Planeten. Also mal gucken, was sich da einfach für Startfenster ergeben. Ich glaube, insgesamt wird es uns heute auf jeden Fall nicht langweilig. So, und jetzt erstmal einen schönen guten Abend auch an Dr. Mandarb und den Senfsoße. Hallihallo und ganz herzlich willkommen. So. Liking Ike, das finde ich gut. Er hat gehört, dass ich davon gesprochen habe. Ja, ich denke, da werden wir heute auf jeden Fall noch vorbeigucken. Außer ich vertüdel mich zu sehr im Experimentieren, aber wir haben noch so viel Zeit. Ich bin eigentlich wirklich unbesorgt, dass wir heute noch dazu kommen, eine Ike-Landung durchzuexerzieren. Mit all den schönen Wissenschaftssachen, die wir so haben. Das ist ja auch mal spannend für die Kerbals. Moho. Ja, auch das wird bemannt. Eine Herausforderung. So, haben wir's? Na? Na? Ja. Das Spiel muss ich das kurz überlegen, aber wir sind wieder da. So. Weiter geht's im frohen Reigen. Dann können wir jetzt auch gleich den ersten 15 Tage Zeitsprung machen. Oder wegen mir auch 20. Hauptsache nicht mehr als 22, sonst verhungern uns die Vögel. Sunny, du brauchst ein Werkzeug. Hast du einen Schraubenschlüssel oder einen Akkuschrauber oder sowas mit dabei und hast den ausgerüstet? Die brauchst du, um Dinge bauen zu können. Da gibt es so ein kleines Handbuch bei Kiss. Kess ist das. Ich glaube, bei Kiss ist es mit dabei. Das kannst du dir auch im Spiel durchlesen. Da wird das alles erklärt. So, wir machen jetzt mal 20 Tage Zeitsprung. Also hier auf ungefähr 5 Tage runter. Sechs und fünf. So, jetzt gehen wir einmal zur Duna-Basis, um die Sachen sauber zu updaten. Teile wurden nicht befestigt. Also es gibt da bestimmte Tastaturkommandos, die du machen musst, ne? Also mit X kannst du die Sachen festbauen und solche Geschichten. Muss dazu aber auch im gewissen Abstand sein. Das steht alles in diesem kleinen Büchlein drin. Ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast. Also wenn ich jetzt Sachen wiederhole, die du schon kennst, denk nicht, dass ich dich für dumm halte. Ich weiß einfach nur nicht, was du schon gemacht hast. Deshalb fange ich erstmal mal ganz vorne an mit den offensichtlichsten Sachen, die man falsch machen könnte, potenziell. Also einfach nur hinklicken reicht nicht. Du musst halt X gedrückt halten während dem Klicken und dann kommt auch dieses Schraubengeräusch. Dün, 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 dün. So. Et voilà, wir sind auf 24 Tage hoch. Das hat uns wahrscheinlich aber auch schon richtig kräftig. Na gut, 2 Tage, 2 Einheiten Machinery gekostet. Es geht voran. Sehr schön. Hier ist also alles gut. Wir können zurück zum Space Center. Ja, das wird unsere kleine Stadt mit der Zeit. Warum steckt das Ding da gerade so im Boden? Das macht mir ein bisschen Sorgen irgendwie. Moin, Herr Kühnhuben, na? Winterlanzer? Das verstehe ich nicht.
Das verstehe ich nicht. So, 5 Tage Zeitsprung nochmal, dann leeren wir die Raumstation und dann gehen wir in die Forschungsabteilung. Das heißt, ich lasse jetzt einmal den Zeitraffer durchlaufen. So. Und dann dürften wir ja etwas über 5000 Science-Punkte zur Verfügung haben. Dann lösen wir das mal auf. Dann lösen wir das mal auf. Delete and close, jump to ship. So, schauen wir mal rein. Es wird aus der Entfernung sicherlich eine Sekunde oder zwei dauern, so viele Wissenschaftspunkte zu übertragen. Von daher, bringt ein bisschen Geduld mit. Wir können dann gleich noch ein paar neue Experimente ins Labor stopfen. Ne? Da ist er. Da ist er. Gut, Labor. Labor. Wir können eigentlich mal hier ein paar Sachen zusammen. Ist das Compressed Parts? Ich glaube, ne? Sehr schön. Okay. Wenn wir schon mal hier sind. Können wir mal die Raumstation zu einer richtigen Raumstation machen. So, ich fange mal an, hier die Wissenschaftspunkte zu übertragen. Oh ja, da ist auch schön Platz mittlerweile wieder. Ich hoffe, dass man jetzt Compress Parts machen kann, ohne irgendwelche Probleme. Ja, sehr schön. Okay, cool. Können wir gleich mal alles, was zusammenbleiben soll, auch zusammenpacken. Das gehört auch zusammen. Jetzt sieht es schon aus wie eine richtige Raumstation. Keine Docking-Ports mehr dazwischen. Sehr schön, es ist endlich ordentlich zusammengebaut. So, und die Wissenschaftsdaten sind auch gleich raus. 493 Science. Sehr schön, jetzt müssen wir mal gucken. Ich hatte im Lander drin. Surface Sample dürfte ein bisschen viel sein, oder? 300 Data. 300 Data. Passen 300 Data rein? Ich hatte nur 500 links frei, ne? 500 irgendwas von. Nee, das haut nicht hin. Die müssen wir erstmal noch speichern. 80 Data passen aber rein. Sehr schön. Jetzt können wir noch mal schauen, dass wir uns vom Lander irgendein Experiment schnappen, das hier oben funktioniert. Das sind alles Bodenexperimente. Fuel-Cells, okay. Observe Materials Bay. Warum nicht? Ne, das hatten wir schon. Okay. Auch schon. Pressure Data. Auch schon. Okay. Mystery Goo haben wir, glaube ich, auch schon mal angewendet, aber ich guck mal, ob wir irgendwo noch Wissenschaftspunkte herbekommen. Nö. Daher auch nicht. Magnetometer. So, mal sehen. Ne, ich glaube, wir haben die meisten Sachen schon durch. Tatsächlich.
geäußert. Ist nur für High Orbit. Oh, hier könnten wir vielleicht noch ein Foto machen. Zack. Besser als nichts. Na? Soil Moisture. Warum nicht? Wir probieren es mal. Wir probieren es mal. Den alten Propeller. Ja, die fehlt noch. Okay. Aber das ist jetzt wieder. Okay. Toggle Array. Aber wir haben schon mal Data drin. Das ist gut. Komm, fahr den wieder ein. Warum weigert er sich jetzt? Einfahren! Okay, er will nicht eingefahren werden, ganz offensichtlich. Das müssen wir dann alle mal machen. Okay, ist jetzt egal. Tötet ja keinen. Beim Flug sollten wir das auf jeden Fall irgendwie mal zurückgeklappt bekommen. Wir gehen jetzt in die Forschungsabteilung und ich würde die Bots mal bitten, hochfeierlich das Voting aufzulösen, was ihr euch gewünscht habt, in welche Richtung wir forschungsmäßig weitermachen mit den Punkten, die wir jetzt eingesagt haben. Jetzt habe ich ganz vergessen, einen neuen Alert zu setzen, aber wir werden oft genug an Duna vorbeikommen. Ich gehe schon mal ins überschwemmte Atlantis Science Zentrum und ich bitte darum, möge der Vorhang gelüftet werden. Was wird heute geforscht mit unserer reichhaltigen Wissenschaft, die wir so angesammelt haben? Ist es A, Projected Power Stuff? Ist es B, Kolonie Stuff? Oder ist es C, Raketentechnik? Gewonnen hat Projected Power. Alles klar, dann gehen wir mal und investieren ein bisschen was in die Richtung. Ich glaube, beide Zweige haben ein Stück weit was damit zu tun. Also wir haben hier erste Anfänge von Projected Power und das geht hier hinten. Advanced Beam Power oder Beamed Power heißt es, glaube ich, im Spielkontext. Und es geht dann weiter. Krampfgarten, vielen lieben Dank für deinen Host und ganz herzlich willkommen an dich und deine 24 Zuschauer. Also Raid Host, oder? Oder ist es nur ein Host? Wer weiß das schon so genau? Nee, es ist kein Raid angezeigt. Also gehe ich jetzt mal von einem Host aus, weil er sagt nichts von einem Raid. Dankeschön für den Host und ganz herzlich willkommen an dich und natürlich deine Zuschauer. Wir forschen gerade ein bisschen. Okay, das heißt, wir könnten auf jeden Fall Advanced Beam Power nehmen. Da fehlt uns aber vorher noch Advanced Photovoltaic Materials. Die sollten wir dann wohl mitnehmen. Die sollten wir dann wohl mitnehmen. Hilft ja nichts. Sonst können wir das andere nicht erforschen. So, dann haben wir hier Advanced. X-Ray Receiver. Photovoltaik X-Ray Receiver. Ich kaufe das mal. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Oh, da ist auch Ende Gelände auf dem Zweig. Also hier ist ausgeforscht. Und Hightech Electrical Systems gehört ein bisschen mit in die Sparte rein, habe ich so das Gefühl. Ich habe hier nämlich gesehen, hier sind so Charge Particle Direct Power Converter. Die kann man irgendwie wahrscheinlich an Reaktoren anschließen, vermute ich mal. Und es gibt hier auch noch ein Inline Wrapped Phased Array. Microwave Phased Array that can be deployed to provide more surface area. Cannot be retracted once deployed. Das müssen wir uns mal angucken. Ich würde sagen, wir nehmen das mal mit. Also ihr wolltet Beam Power, dann machen wir Beam Power auch richtig. Und dann wurde hier hinten noch High Power Gedöns.
Also High Power Electrical Systems freigeschaltet. Das ist ein Upgrade dafür, Upgrade dafür, Upgrade dafür. Das heißt, ich vermute mal, dass wir in dem Forschungszweig wahrscheinlich dann auch relativ weit durch sind. Wir haben jetzt noch 1300 übrig. Da geht hier nichts mehr. Heat Management wäre natürlich noch vielleicht eine Idee. Weiß ich gar nicht. Wenn wir mit solchen Sachen arbeiten, braucht man da Heat Management? Wahrscheinlich braucht man es. Long-Term Science Tech, was ist das Schönes? Laser Array. Diode Laser Array. Free Electron Laser Upgrade. Wo stecken wir die restlichen Science-Punkte rein? Was ist das? Specialized Fuel Storage. Das sind so kryogenische Tanks. Das können wir uns eh nicht leisten. Improved Nuclear Propulsion, Nuclear Fuel Systems. Sind einfach Container für Nuclear Fuel. Alles klar. Orbital Assembly, was haben wir da Schönes? Tundra Assembly Plant. Auch wahrscheinlich nicht ganz uninteressant, ne? Der kann natürlich den ganzen restlichen Kram. Das wäre fürs nächste Startfenster natürlich nicht uninteressant. Quasi einen Turm hinzubauen, der darauf ausgelegt ist, die ganze Produktion zu übernehmen, weil damit können wir alles bauen mit dem Assembly Plant. Da müssen wir nur noch die Ressourcen dafür ranschaffen. Weil ich glaube, das, was wir jetzt vorher hatten, das aufblasbare Zelt, kann nur gewisse Sachen, ne? Wo hatten wir das her? Von da. Das konnte nicht alles bauen, meine ich. Der Inflatable Workshop. Material Kits, Machinery. Ja. Okay, der kann nur Material Kits und Machinery. Also nur. Und das andere Ding kann noch Specialized Parts, Colony Supplies. Auch nicht ganz uninteressant. Ich glaube, das nehme ich mal, dass wir beim nächsten Mal die Option haben, ein bisschen besser noch unsere Produktion auszubauen. Dafür würde ich es mal mit reinnehmen. Okay, was passiert hier? Orbital Megastructures. Orbital Shipyard. Legacy, verdammt. Legacy, verdammt. Okay, das ist aber Legacy, das Zeug. Macht man also mittlerweile irgendwie anders? Der Starlifter. Okay, was auch immer das ist, wir brauchen es jetzt noch nicht. Okay, uns fehlt dann also hier noch was. Wir werden uns jetzt ein bisschen mit der Beam-Power beschäftigen. Mal gucken. Ist für mich auch ein relativ neues Gebiet. Ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass wir in irgendeiner Form wie weit ist der eigentlich schon geupgradet? Der ist Level 2. Wie weit ist mein Runway? Level 3 sogar schon. Sehr schön. Fangen wir hier mal an. Ich mache jetzt mal Bodenexperimente. Also, soweit ich es verstanden habe, brauchen wir als allererstes mal eine Stromquelle. Ich würde jetzt der Einfachheit halber irgendeinen Reaktor nehmen. Wir können das ja hier unten alles recovern. Und von dem aus wird dann mit einem Transmitter Strom übertragen. Woanders hin. So. Wie genau das aussieht, werden wir dann gleich sehen. Um möglichst wenig Tote zu verursachen. Oh, wartet mal. Das kriegen wir. But can we go cheaper? Yes, we can. Nee, das ist sogar noch. Nee, 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 das ist sogar teurer.
So, jetzt nehmen wir uns mal für den Anfang irgendeinen Reaktor, irgendwas nicht so übertrieben Großes. Was war der kleine? MX3L klingt wie sehr groß. Carbopower Fission Reactor. Ja. Okay, ein bisschen größer darf er sein. Garnet. Garnet klingt gut. So, das ist so, so trickt man den auch. Man hat ja hier immerhin eine Tür dazwischen, um sich vor der Strahlung zu schützen. So, der hat jetzt 800 Kilowatt Cooling-Anforderungen. Die sollten wir ihm auch geben, damit wir nicht unangenehme Überraschungen erleben. Der kann 360 Kilowatt. So. Sieht auf jeden Fall auch ein bisschen cool aus. Okay, 360 plus 360 sind natürlich nicht 800. Das heißt, wir fahren den Reaktor einfach mal erstmal nur auf 80%. So. Hey, Chupa, grüß dich. Moin. So, und jetzt kommt dieses Beam-Power-Gedöns. Jetzt wird's spannend. Also, was ist hier mit drin? Ich tippe mal kurz Transmitter ein. Die hießen, glaube ich, Transmitter, die Dinger. So. Sind die bei Science mit drin oder wo verstecken die sich? Communication. Okay, also wenn ich es richtig verstanden habe, brauchen wir einen X-Ray-Transmitter. Das war wohl das, was am besten überträgt auf große Reichweite. Soweit habe ich es zumindest verstanden. Jetzt kommt, ich suche nochmal nach Transmittern, sonst ist mir da zu viel anderes Zeug dazwischen. Receiver, ja super, es hat gut funktioniert. Es werden natürlich nicht nur die Sachen angezeigt. Verdammt. Receiver. D-Band Microwave. Receiver. Transmitter. Microwave Power Transmitter. Microwave Beam Generator. Thermosphere. Phased Array. Provide myself. Cannot be retected once deployed. Beam Generator Microwave. Beam Power Receiver. Receiver. Transducer. Microwave Transmitter, capable of transmitting high amount of microwave power with the usage of a gyrotron. Beside beam power, it can also be used for communication relay. It's also capable of receiving microwave power and convert it into power, but due to relative bla 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 bla. Okay. Ist aber immer noch Microwave, ne? Ich dachte. Microwave. Was alles? Short Infrared, Near Infrared, Far Infrared, Long Infrared, Microwave. Ich hatte gedacht. Muss mal kurz X-Ray. Receiver. Aber ich muss doch auch einen Sender haben, oder? Is capable of receiving beam power from hard X-ray to infrared wavelength. Okay, habe ich es übersehen? Helft mir mal kurz ein bisschen aus.
Seht ihr's? Hab ich's übersehen? Ich muss doch irgendwo eine Möglichkeit haben. Normale Solarpaneele? Nee, ich muss ja erstmal einen. Capable of transmitting in soft X-rays. Okay. Ich kann bei vielen die Wellenlänge umstellen. Ja, aber er muss ja erstmal irgendwie capable sein, oder? Ach, du Kacke. Okay. Long infrared, short infrared, near infrared, far infrared, long infrared. Okay, irgendwas fehlt noch für Dings. Ich probiere jetzt mal ein paar Teile durch einfach. Vielleicht fehlt mir auch noch eine Forschung tatsächlich. Power Capacity 6000 Megawatt. Extend. Ich suche den Empfänger. Nee, ich suche den Sender tatsächlich. Ich suche einen Sender, mit dem ich eigentlich X-Ray übertragen kann. Aber vielleicht müssen wir erstmal tatsächlich mit was anderem arbeiten. Knusprus, vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kurbonauten. So, und das ist auch alles echt groß, stelle ich gerade fest. Okay, wir fangen jetzt mal an. Er hat irgendwie gesagt, wir brauchen Gyrotron. The Gyrotron uses Megajoule Energy to produce a microwave beam. Megajoule Energy. Ach du Heilige, ich glaube, ich kann mir meinen kleinen Reaktor hier mal getrost an die Backe schmieren. Ich glaube, die wollen was anderes von mir. Vielleicht fehlen mir auch irgendwelche Upgrades oder so. Der macht 4. 1200. Zack, zack, zack. 6000. Ich glaube, das ist der stärkste Reaktor, den ich im Moment habe. Super Idee. Totale super Idee. Der kostet zum Glück auch nur 1,2 Mille. Damit, grüß dich. Das ist für ein Experiment ziemlich teuer, muss ich sagen. Okay, ich bleibe erstmal bei klein. Das ist zu viel. So viel gebe ich nicht aus, um was zu testen. Okay, also wir nehmen klein. Wir nehmen das Cooling zwei Stück, so wie es geplant war. So, jetzt kommt natürlich der unangenehme Part. Jetzt kommt, wir müssen irgendwie einen Stromspeicher erstmal haben für Megajoule, wenn ich das richtig verstehe. Ich nehme hier mal den. Habe ich schon Megajoule-Batterien? Ich dachte, ich hätte schon welche. Ja, da. Oder? Ja. Holy crap. Habe ich das in kleiner irgendwie? Bitte sag mir, dass ich es skalieren kann. Einfach 50-50.
So. Da speichern wir den Strom drin. Und jetzt probieren wir mal irgendwas zum Übertragen. Ich bin noch nicht so richtig schlau, wie es funktionieren soll, aber manchmal muss man es einfach ausprobieren. Also. A gyrotron is required for transmitters to work, to send beam power in the microwave spectrum. Okay, wir probieren jetzt mal das Microwave Spectrum, was auch immer das bedeutet. Okay, wir können hier verschiedene. Verschiedene Bandbreiten, Wellenlängen einstellen. Bandbreiten, jetzt ist es schon soweit. Produce all kinds of beam types in flight. It's a universal beam producer with initial rate low efficiency. Das ist Laser. Wir hatten ja aber so ein Laserbeam. Wir bräuchten jetzt quasi ein Microwave. Microwave Transmitter capable of transmitting high amount of microwave power without the usage of a gyrotron. Okay, aber ich habe einen Gyrotron. Hey Zocker, grüß dich. Receiver? Beam Producer. Aber das ist Laser. Ich brauche. Was hält den Things on Fire? Nicht, was ich suche. Transceiver. Okay, das kann Microwave. Wie groß bist du? Ah, was? Okay, ich glaube, das wird nicht so einfach, das zu testen, wie ich mir das vorgestellt habe. Willst du auch noch deployed werden? Ja, ne? Ach, du Heilige. Well. Eventuell hatte ich mir das kleiner vorgestellt. Eventuell hatte ich mir das deutlich kleiner vorgestellt. What the holy. Okay, das heißt, wir brauchen irgendwas, um oben diesen. Das muss man nach oben ausrichten. Das um Himmels Willen ist das groß. Es ist so fürchterlich groß. So, zack, zack. Kriegen wir das jetzt irgendwie da oben drauf gebaut? Ja. Okay. Okay. Wahrscheinlich fliege ich damit irgendwas oben drüber und das grillt's einfach. Es grillt einfach stumpf weg. So. Okay. So weit, so schlecht. Wenn du es vom Orbit aus mit dem elektromagnetischen Strahl treffen musst, ist es verdammt klein. Ja, das stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Aber ich würde gerne ein Test-Setup machen, was irgendwie nicht meinen halben Spaceport einnimmt. Von daher bin ich gerade etwas geschockt von der Insgesamtgröße. So. Extend Panels, das geht. Sehr schön. So. Zack, Retract Panels. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall erstmal Räder, um das rauszufahren. Und da sollten wir auch nicht ganz so kleine nehmen. Also nicht sowas Winziges zum Beispiel, sondern. Wie groß seid ihr? Das ist auch nicht so viel besser. Wie groß seid ihr?
Ja, aber hätten wir mal in Räder investiert, hä? Okay, aber muss das fahren? Vielleicht muss es auch einfach nur stehen, oder? Eigentlich muss es doch nur rumstehen. Zack. Bei seinen kleinen Problemen zuzuschauen, weiter so. Ja, ich glaube, es sind große Probleme, aber mal gucken. So, das Auto strutten wir jetzt einfach mal gegens Root Part und das Auto strutten wir gegen das Heaviest Part. Dann haben wir hier schon mal eine gewisse, ich nenne es jetzt mal Stabilität drin. So, wir haben einen Reaktor. Wir haben die Möglichkeit zu kühlen. Wir haben die Möglichkeit, Strom zu speichern. Jetzt müssen wir noch irgendwie wahrscheinlich diese Wellenlängen-Gedöns-Sachen aufeinander abgleichen, damit da überall das Gleiche drin steht. Also, Power Receiver Interface hin shown. Ach du Scheiße. Ich mache das einfach mal ganz schnell wieder zu. So, ich stelle jetzt hier mal alles auf KA-Band. So. KA-Band, Scale, ja, alles ist cool. Super, okay. Du machst jetzt auch KA-Band. Tut er. So, das heißt, wir müssen als nächstes, wenn wir das Ding dann am Funktionieren haben, quasi ein Testgerät, nenne ich es jetzt einfach mal, erschaffen, was KA-Band-Beam Power empfangen kann. Was auch immer das im Detail bedeutet. Wahrscheinlich wird es einfach gegrillt davon. Okay, das ist der. Die. Microwave. Experiment 01. Okay. Da sitzt hoffentlich auch schon irgendein Verrückter drin. Oh ja, ein Ingenieur ist vielleicht gar nicht schlecht dafür, aber das lasse ich natürlich nur fähiges Personal übernehmen. Der Theo Körmann darf das machen. Zack. So, Theo, deine Aufgabe ist es, da drin zu sitzen, gut auszusehen und zu hoffen, dass wir genug Mikrowellen erzeugen, damit das funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Ich bin richtig gespannt, ob es einfach explodiert oder ob wir es zumindest mal in Betrieb nehmen können. Spannend, spannend, spannend. Wie testen wir es am besten? Vielleicht mit irgendwie so einer Hover-Rover-artigen Drohne, mit der wir drüber fliegen können, also so einem Quadcopter. So, das ist draußen. Sehr schön. Ich mache hier auch mal sicherheitshalber das Licht an, damit wir das Ding erkennen können. So, als nächstes starten wir den Reaktor, richtig? So, ich lasse den mal anfahren. Hier ist Strom gespeichert. Das ist prinzipiell ja eine gute Sache. Okay, als erstes müssen wir den wahrscheinlich deployen. Heiliges Kanonenrohr, Batman, ey. Okay, es ist auf jeden Fall schön schattig in diesem Gefährt. Explodiert gleich was? Eventuell. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das hier alles so funktioniert, wie es soll. Eventuell explodiert gleich was, ja. So, jetzt, wir testen jetzt erstmal ein bisschen mit dem Transceiver. Also mit dem Transmitter-Part. Also es kann auch receiven. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich sag nur Sonnenschirm. Ja, genau. Sonnenschirme sind ja meine Leidenschaft. Okay, wir erzeugen Strom. Aber wir erzeugen noch keine Megajoules, ne? So, was ist, wenn ich den jetzt einschalte? Dann klappt er sich nochmal aus, okay.
Transmitter active. Okay. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich jemanden, der das empfängt, oder? Also hier mal drüber fliegen mit einer Drohne oder so. Ich bin skeptisch. Vorsichtig gesagt bin ich skeptisch. Wir probieren es aus. Ich meine, wir können jetzt nur dazu lernen. Wir wissen, wir brauchen einen Receiver im KA-Bandbereich und jetzt ist das Spiel auch nochmal abgestürzt. Ich würde sagen, das nutzen wir jetzt mal nach 1,5 Stunden für die erste Bio-Break. Das heißt, ich starte KSP neu, mach kurz den Safe-Screen rein, den Absturz-Screen und dann sehen wir uns in 5 Minuten wieder und bauen uns einen experimentellen Hover-Rover, mit dem wir das mal ausprobieren, den Strom zu empfangen, während wir darüber fliegen. Ich würde mir jetzt vorstellen, man wird gegrillt wie so ein Hotdog, aber wir probieren es aus. Wir probieren es aus. Bis gleich. So, mit O, da habe ich genau das Falsche zugemacht, aber war nicht so spannend wahrscheinlich, während ich weg war und das Mic offen war. So, da hinten steht jetzt unsere Stromplattform. Jetzt bauen wir uns einen Hover Rover, wie angekündigt, um über den Transmitter zu fliegen und zu empfangen.
Interessant. Interessant. Wir werden Popcorn nehmen und auf jeden Fall so Megajoule-fähige Batterien drunter bauen. Die müssen ein bisschen was fassen können, hoffentlich. Und wir brauchen Ausleger für die Quadcopter-Motoren. Zack. So. Und das müsste irgendwo unter Engines sein. Doch nicht. Wo sind die mit drin? Ich dachte, die sind hier irgendwo mit dabei. Da sind sie doch. Medium ducted fan. Ich hoffe, die haben dann genug Bums für das, was wir tun wollen. So. Zack. Dann brauchen wir Landebeine, um das Ding abstellen zu können. So. Kleine Antenne, um ein bisschen rumzufliegen. Eine reicht aber. So, und dann brauchen wir irgendwie einen Empfänger dafür. Jetzt kommt der interessante Part. Ein Microwave Transceiver. Receiver. Ein reiner Receiver. Thermal Dish. X-Ray Receiver. Ich gebe mal Receiver ein. Receiver. Photovoltaik. Short Microwave. Okay. Was kannst du empfangen? Ja, super. Ist das jetzt Long oder Short? Das ist was anderes, glaube ich. Gerslim, Ausrufezeichen HKK2, dann kriegst du das Modpack angezeigt. Auch ein bisschen too much. Thermosphere. Volles elektronisches Spektrum. Okay. Alter, was wiegt das? Eine Tonne? Ich weiß gar nicht, ob das Ding fliegen kann noch. Angeblich ja. Hat aber nur 6 Delta V. Eine Sekunde bis alles. Okay. Echt jetzt? Ich teste das mal kurz. Okay, aber das ist Power Mode Electric. Electric, okay. Full Electronic Spectrum. Das müsste ja eigentlich Mikrowellen beinhalten. Ich muss mal kurz testen, ob der wirklich nur 0,1 Sekunde hält. Cancel. Experimental Quadcopter. Aber ich befürchte, wenn er das sagt, wird er damit wahrscheinlich recht haben. Mal gucken. Er hätte aber genug Trust Weight, um zu starten. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin echt gespannt.
Das war alles sehr experimentell hier. So, RCS an, SRS an, Motoren an. Oh ja. Das ging relativ schnell. Enabled False. Jetzt probieren wir mal was anderes aus. Ich recover das mal. Ich stelle das mal nochmal raus und probiere als erstes mal den Receiver einzuschalten. Mal gucken. Vielleicht funktioniert es ja, dass ich Strom empfangen kann. Es wäre fast zu einfach, wenn es funktioniert. Es wäre fast zu einfach. So. Versuch's sich wieder an einem Quadrocopter. Ja, im Prinzip schon. Die haben ja auch bisher auf Kerbin immer ganz wundervoll funktioniert. Leider irgendwie auf Duna nicht so, wie sie sollen. So, nochmal raus damit. Launch. So. Mal gucken. Also ich gucke jetzt mal, ob ich, solange ich noch Strom habe, bevor ich die Motoren aktiviere, den Receiver einschalten kann. Das wäre ja schon mal interessant zu wissen. Ob das überhaupt geht. Also ob wir was empfangen können. Activate Receiver. Produced Power. Relays connected, Network Dev. Also ich habe keine Verbindung zu irgendwas. Gut, da ist auch irgendwie ein Haus dazwischen. Wir probieren jetzt mal was anderes aus. Ich fahre da erstmal mit dem Receiver hin, bevor wir jetzt Flugversuche machen. Ich baue jetzt mal was mit Rädern dran, um diesen Receiver in Sichtlinie zu den Sender zu bringen. Und ich baue den extra auch irgendwie auf was Höheres rauf, damit er über dem Sender wäre, damit ich einfach mal rausfinden kann, braucht es Sichtlinie? Ist das benötigt oder senden die in alle Richtungen? Und ich habe damit eine sehr viel einfachere Möglichkeit, das Ding erstmal rumzubewegen. Ich kann ihn nämlich auf jeden Fall anschalten. Das ist ja prinzipiell schon mal lobenswert. Und dann fahren wir damit jetzt einfach mal in der Gegend rum und gucken mal. So, pass auf, Flügelchen weg. Zack. Die Dinger weg. Die Dinger weg. So, dann nehmen wir jetzt. Auch wieder so Trusting. Zack. Warum eigentlich nicht, ne? Dann kürzere, 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 kürzere. Habe ich irgendwas Kürzeres? So, ja, okay. Zack. Zack. Es wird bestimmt richtig super zu fahren sein. Ich freue mich jetzt schon. Hier sehen Sie das schlimmste Auto, was wir bisher designt haben. Ah, vielleicht fährt es ja. Mal gucken. So, Lounge.
Ist jetzt natürlich nicht mehr wirklich ein Experimental-Quadcopter, aber es hat vier Räder, deshalb ist das im Raumfahrjargon ist es immer noch ein Quadcopter. Ich hoffe, ich komme damit überhaupt irgendwo hin. Es bricht nicht einfach in der Mitte durch und explodiert. Mal sehen. Okay, es steht schon mal. Das ist nicht schlecht. Wow, das ist deine Motorleistung. Ehrlich jetzt, könnte eine längere Fahrt werden. Mal. Ich glaube, die drehen nicht alle in die gleiche Richtung. Motor. So, wir machen mal hier einen Motor aus. Ach Scheiße, die sind über Kreuz auch noch, ne? Die lenken halt genau entgegengesetzt. Ich recover das mal kurz. Ich glaube, das bauen wir lieber in der SPH und transferieren das dann rüber in die Fab. Das funktioniert so nicht. Da kommt nichts Gutes bei rum. Ja, ist nicht für Autos gedacht, die Fab. Aber wir können es halt in der Fab nicht rausstellen, weil da, naja, ihr wisst schon, da ist halt unser Stromerzeugungsgerät. Oh nein, jetzt ist es schon wieder abgestürzt. Das ist echt ärgerlich, wenn man viel im Space Center macht. Genau, also wir bauen jetzt so einen Rover, um dahin zu fahren in der SPH. Transferieren uns den rüber in die FAB, starten von da, fahren dann einmal in Sichtlinie von dem Ding. Das wäre so meine Hoffnung, dass es dann eigentlich schon funktionieren könnte. Könnte, muss nicht. Ich überlege gerade, wenn wir noch viel mehr rumexperimentieren, ob das Sinn macht mit der Anfälligkeit für, ich lade das Space Center, dass es da crasht, ob das heute Sinn macht, weil wir sonst. Also bei mir crasht es immer, wenn ich in den KSC-View gehe, relativ gerne. Also so jedes zweite, dritte Mal, da ist es echt anfällig für. Normalerweise fällt es halt nicht so auf, weil wir viel zwischen den Raumfahrzeugen unterwegs sind. Aber jetzt ist natürlich gerade so die Phase, wo wir echt oft Sachen ausprobieren. Und da scheint das Spiel etwas anfällig zu sein. Vielleicht machen wir dann lieber nachher die Ike-Mission, wenn das jetzt zu sehr crash-intensiv wird. Weil wir wollen ja nicht nur den ganzen Abend damit verbringen, KSP neu zu laden. Warum in der SPH bauen? Und zwar in der SPH ist die Auslegung von Fahrzeugen ein bisschen einfacher gestaltet, weil du flach baust, also als ob es fahren könnte. Es ist ja quasi wie ein Flugzeug, was du da baust, während in der FAB die Ausrichtung immer nach oben ist, wie eine Rakete. Und du drehst quasi in der FAB alles erstmal in flach und hast dann noch die Problematik eben, dass du mit der Verteilung, wenn du nicht die Verteilung von Flugzeugen hast, Räder immer so kreuz verteilt werden. Das ist noch eine 1.3 tatsächlich, ja. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, es zu updaten. Das ist noch eine 1.3. Ich bin gespannt, ob das funktioniert mit dem Rover. Und dem Power Transmit. Sonst muss ich dann mir dazu wirklich mal ein Tutorial-Video von irgendjemand anders angucken. So. Spielen kannst du auch in der FAB, ja, das geht auch. Also ich finde aber, dass flache Geräte einfach in der SPH auch wirklich schöner zu spielen sind, als zu bauen sind, als in der FAB, weil sie darauf halt einfach nicht ausgelegt ist. Also machen kannst du alles,
Aber vom Baukomfort her ist die SPH doch für Fahrzeuge oder Flugzeuge deutlich angenehmer als, als die FAP. So, zack, das wird einmal recovered. Dankeschön. So, und dann gehen wir in die SPH und bauen uns ein Fahrgerät. Mal gucken. Wir nehmen am besten auch einfach so einen Rover Core, den er jetzt warum auch immer aufrecht gestellt hat, der Schwachkopf. So. Jetzt schauen wir mal. Das war der hier, ne? Ja. So. Struktural. So, dann die Rede. Okay, irgendwas hat er jetzt gerade verpankt. Jupp. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Strom-Dinge. Können wir natürlich auch schön so hinbauen, ne? Hält das? Warum nicht? Ganz hervorragendes Fahrzeug. Das ist der Beamed Power Rover. Zack. So, gespeichert. Jetzt gehen wir rüber in die FAP. Kannst du mir mal erklären, wie man zu Duna kommt? Fliegenderweise in einem Startfenster, idealerweise. Wenn du noch ein Jahr 19 Tage wartest oder ein Jahr 97 Tage, da siehst du auch schon, hier ist das Startfenster. Dann fliegen wir mit der nächsten Flotte rüber. Also du brauchst ein bestimmtes Startfenster, wo die Planeten in bestimmten Alignment stehen müssen und dann kannst du rüberfahren. Das ist schon die ganze Magie. Und du brauchst ein bestimmtes Delta-V-Budget. Und dann geht's eigentlich. Ansonsten jetzt so schnell mal eben im Fließtext kann ich das relativ schwer erklären. Was du brauchst, ist auf jeden Fall, oder was ich sehr empfehlen kann, sind Atomtriebwerke. Die machen das Leben schon mal doch deutlich erleichter. Los. Zack. Mach noch eine kleine Antenne ran. Das hilft schon mal ein bisschen. Die Manöver sind eigentlich relativ einfach. Du fliegst erstmal in eine Sonnenumlaufbahn und von der aus burnst du dann pro Grade um die Sonne am Startfenster, sodass du Duna triffst. Wenn du da alles sauber gemacht hast vom Start, sollten das nur minimale Anpassungen sein. So, ich hoffe mal, dass das jetzt funktioniert und nicht explodiert. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Nur mal kurz angeben. Zermides, vielen Dank für deinen Resub. Achter Monat in Folge. Dankeschön. Auch du mit großen Schritten in Richtung der goldenen Rakete. Dankeschön für den Resub und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken.
Genau, von Kerbin nach Duna ist wie von Moon nach Minmus, nur in groß. So, jetzt schauen wir mal. Also, einmal einschalten. Ich mache das jetzt mal an, in der Hoffnung, dass dann da irgendwas steht. Okay, er fährt jetzt auf jeden Fall schon mal. Das ist gut. Ich wende ihn mal kurz um richtig rumzufahren. Oh nein. So viel zum Thema richtig rum. Steering aus. Okay. Sehr gut. Okay. Dum-di-dum-di-dum. Sieht bisher noch nicht so aus, als ob wir Strom empfangen in irgendeiner Form. Electric Onyx. Könnte jetzt natürlich das Sichtlinie-Problem sein, ne? Also, dass der nur nach oben abstrahlt. Oder zählt das eventuell nicht? Zu Mikrowelle. Mal kurz hier rüber. Gucken. Also, du bist Transceiver. Receiver. Transmitter. Vielleicht auch einfach, weil ich keine Megajoules erzeuge.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich schon irgendwas habe, parttechnisch, was Megajoules erzeugen kann. Vielleicht bin ich da einfach auch in der Stromerzeugung noch zu low-tech. Vielleicht liegt es auch da dran. Das war jetzt erstmal im ersten Test nicht so erfolgreich, finde ich. Ist jetzt eigentlich schon eine neue Grafikkarte am Werkeln? Ja, da ist schon die 1080 am Werkeln. Die ist brav da unten in der Kiste verbaut. Ich gucke nochmal hier kurz rein, ob wir auf der nächsten Stufe. Aber wie erzeugt man denn Megajoules? Ich dachte, das ist einfach nur so eine größere, ein größerer Speicher für größere Strommengen. Also meine Welt zumindest, in der ich das immer wahrgenommen habe. Megajoules. Gute Frage. Nächste Frage. Ich glaube, da muss ich mich nochmal in Ruhe einlesen. Ich glaube, da jetzt noch groß rum zu fuhrwerkeln dran. Das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Ich würde jetzt vorschlagen, wir nehmen uns die Ike-Mission einfach mal vor. Und ich muss mich dazu nochmal ein bisschen belesen, begucken. Ich hatte mir das etwas intuitiver vorgestellt, aber ich habe jetzt erstmal so keinen Ansatz, woran es liegt. Das ist, also beziehungsweise es könnten leider zwei Sachen sein. Das könnte zum einen die Variante sein mit. Ich erzeuge einfach keine. Guck mal, hier drin sind auch noch verschiedene Dishes. Das könnte natürlich auch nochmal interessant sein, dass man hier die Empfängerroute noch durchgehen muss. Ich verstehe noch nicht ganz, woran es liegt. Ob man einfach nur Megajoules übertragen kann und dadurch, dass ich keine in diesem Mikrowellenerzeuger habe, dass es dadurch nicht ankommt. Oder ob irgendwie Sender und Empfänger nicht zueinander kompatibel sind. Deshalb würde ich das an der Stelle jetzt erstmal sein lassen und mich auf eine Ike-Mission stürzen. So. Das ist was, was ich kann, Raketen fliegen. Nee, auch gerade mit der Absturzquote, die wir hier im KSC haben, würde ich jetzt ungern noch stundenlang rumprobieren, weil wir im Schnitt alle zwei, dreimal das Spiel neu starten müssen. Das wäre etwas unbefriedigend. Deshalb möchte ich mich da erstmal nochmal zu aufschlauen, woran es jetzt eigentlich liegen könnte. Okay, also was haben wir zu tun? Wir haben einiges an Missionen noch zu erledigen für Duna Schrägstrich Ike. Als erstes setzen wir jetzt gleich mal einen Timer für die Station, damit wir mitbekommen, wann die Forschung soweit ist, dass wir wieder Forschungspunkte einsacken können. Und dann machen wir uns mit dem Fluggerät, was ich dafür vorgesehen habe, nämlich konkret dieses da, auf den Weg nach Ike. So, wir haben in 39 Tagen neuer Alarm. Sehr schön. Okay, jetzt brauchen wir ein paar Freiwillige dafür. Genau genommen passen da, glaube ich, zwei rein, wenn mich nicht alles täuscht. So, und zwar am besten ein Ingenieur und ein Piloten, die nicht so viel zu tun haben. Mosambik kann gleich mal rüber. Den steige ich jetzt so um, damit der auf jeden Fall seinen Schraubenschlüssel mitnimmt. So, und das Ding hatte ich ausgestattet mit einem Probecore an irgendeiner Stelle. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber irgendwo hatte ich einen reingefriemelt, damit ein Ingenieur und ein Scientist fliegen können. Mir war zumindest so. Das prüfe ich gleich nochmal. Die haben dann nämlich auch SRS. Ich habe den einfach unten drunter gebaut. Na, ganz so einfach war ich dann doch nicht gestrickt.
Audit. Sehr schön. Ich meine, es ist irgendwo hier drin. Wir werden es noch abducken gleich sehen. Das wäre natürlich sehr peinlich, wenn wir hier kein SRS hätten. Ich dachte, ich habe irgendwo einen rangebaut. Ich hatte mir dazu was überlegt. Ich sehe nur gerade nicht, was ich mir überlegt habe und wo ich es hingebaut habe. Wie es immer so ist. Ja, okay. Wir brauchen noch einen Wissenschaftler. Am besten einen, der gerade nichts Wichtiges tut. Das wird wahrscheinlich das Hauptproblem werden, dass die beide eigentlich gerade am Forschen sind. Habe ich noch irgendwo einen Überschuss Wissenschaftler? Nö. Flohawk oder Peter? Flohawk oder Peter? Ich glaube, ich nehme den Flohawk. Zack. So. Der fehlt jetzt natürlich ein paar Tage in der Forschung, aber irgendwas ist ja immer. So. Ich hoffe, ich habe da irgendwo einen Propcore reingebaut. Und finde ihn jetzt nur gerade nicht. Sonst wird das ein lustiger Flug mit den beiden. So, da hinten soll es hingehen, nach Ike nämlich. Okay, jetzt gucken wir nochmal, dass wir das hier vorbereitet kriegen mit... Bitte fahr dich ein. Warum verweigert er das Einfahren von dem blöden Array? So, 23 Tage Supplies, das müsste eigentlich reichen. SRS geht an, das heißt, ich habe irgendwo einen Probe Core. Wenn jetzt noch das Ding hier einklappen würde, wäre ich richtig glücklich. Ich will nicht mit so einem Propeller zu ihm fliegen. Ich sende das mal raus. Vielleicht geht's ja danach. Irgendwas habe ich erledigt. Orbital Survey auf Duna erledigt. Okay, sehr schön. Und jetzt bitte fahr dieses Ding ein. Bitte. Ich hab doch bitte gesagt. Er will einfach nicht. Warum blinkt da was rot? Das sind einfach nur Backbord- und Steuerbordlampen, damit man sieht, wo mein Schiff ist. Das hat, außer rot zu blinken, keine tiefer gehende Funktion. Doch, doch, der kann wieder rein. Der ist retractable. Eigentlich kann er wieder rein. Ich habe nur keine Ahnung, warum er es gerade nicht will. Na gut, es ist halt jetzt so. Wir wollen nach Ike fliegen. Inklination ist 8,0. Das dürfte aber kein Stress sein, weil Ike ein ziemlich hässliches Schwerkraftfeld hat.
müssen ein bisschen weiter rum. Das ist okay für mich. Nee, require complete ist für die Antennenfunktionalität, dass er in Fragmenten übertragen darf. Keine Ahnung, was er hat. Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. So. 2300 Liter V. Zack, extend all solar. Wir haben jetzt halt einen Propeller. Weil, ist so. Fertig. Den haben wir jetzt einfach. So, Solarpaneele sind ausgefahren und erzeugen Strom. Erste Pre-Flight-Checks sehen also somit gut aus. In 51 Minuten haben wir unser Manöver. Das heißt, wir können jetzt ganz gemütlich, kann man gucken, Start Live Support wäre noch ganz cool, dass wir so wenig wie möglich Essen verbrauchen. Ist das in irgendeiner Form besser gemacht? Stop Live Support? Es ist so wenig Essen. So. Jetzt kommt hier erstmal Rename Vessel. Ike. Mission. So. Gut. Die Ike-Mission entfernt sich schon mal ganz, ganz langsam. Für Monoprop haben wir ausreichend von ihrer Station. Und dann machen wir gleich unser Manöver. Ich denke mal, dass die Habitation-mäßig gleich ein bisschen beleidigt sein werden. Sobald wir weit genug entfernt sind. Ja. Wie lange brauchen wir eigentlich nach Ike? Das könnte sonst ziemlich assi werden. 3 Stunden. Okay, das ist okay. Wir dürfen uns da nicht zu lange aufhalten. Ich habe hier nämlich keine Habitation am Start. Das heißt, ich habe jetzt die 7 Tage Zeit. Okay, 8. Warum auch immer. Sie sind glücklich genug, 8 Tage anzubieten. What? 6 Tage Essen, oder? Ist alles ein bisschen dünn gestrickt hier auf der Mission, aber wir haben eigentlich genug Reserven, dass wir es schaffen sollten. Auch mit dem Rückflug. Dürfen wir nur nicht zu lange auf Ike rumturnen. Ich meine, wir brauchen einen guten Tag, um da hinzukommen. Mit Landung. So. Zack. Wir sind bereit für den Abflug. Dann schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Unsere Ike-Mission. Was muss man eigentlich alles machen auf Ike? Ba-da-da-da-da-da-da. Einfach nur bla bla bla. Surface auf Ike, okay. Dann wäre nochmal interessant, haben wir noch offered neue Dinge, die uns hier helfen würden. Sunsetter from Space Around Kerbin kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Flag on the Moon, ne? High Resolution Altimetry Scan. Ich glaube, ich habe Multispektralsensor. Kann ich das machen mit dem? Bin ich ganz sicher. Achso, ich kann auch mal Manöver fliegen nebenher. Aber eigentlich ist das gut. Den könnten wir eigentlich mal annehmen. Nach einer neuen Basislocation auf Ike suchen. Surface Sample.
Science Lab. Macht eigentlich auch Sinn. Gut. Das sieht soweit gut aus. Ich glaube, eine Eagle-Landung kostet uns auch nicht so viel Delta wie 400 knapp. Dann wieder zurück. Ja, sollte hinhauen. Okay. Passt. Dann fliegen wir mal rüber. Ich muss mal gucken. Ich habe hier noch einen Scan-Satelliten. Eventuell kann ich den dann mal verschieben. In Richtung Ike rüber, um da Scans anzufertigen für die Basis. Tschüss, Raumstation. Wir wagen uns in unentdeckte Gebiete. Oh, da kommt gleich eine längere Dunkelphase. Sollte aber okay sein, hoffe ich. Wir haben dann relativ gut aufgefüllte Batterien. Es dauert nicht zu lange. Wir schneiden nur oben so ein Stück von Duna ab. Das müsste hinhauen. Muss gleich wieder die Sonne rauskommen. Sehr schön. Okay, da kommt Ike. Gerade im Schatten von Duna und taucht, während wir in seine Sphere of Influence wechseln, auf im Sonnenlicht. So, ich glaube, wir können schon mal die ersten Experimente machen. Ach, guck mal, die Antenne hat sich eingefahren. Oh Wunder, dass das noch erleben darf. Okay. Wow, irgendwie war ich hier schon mal, hä? Nee, aber noch nicht mit sowas. Noch nicht mit sowas. Okay, wir nehmen mal alles mit, was wir kriegen können im High Orbit. Vielleicht können wir das auch einfach über Science hier genau machen. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher. Gravity Scan. Check. Multispektralanalyse. Check. Crew Report. Check. Und einer muss noch einen EVA-Report ziehen. So, dann können wir gleich mal gucken. Container Collect All. So, und jetzt können wir mal alles. If a report. Alles, was wir nicht direkt brauchen. Also was wir verlustfrei übertragen können. Kann schon mal raus. Die Dinger können wir nämlich nochmal neu sammeln. So, den EVA-Report nehmen wir gleich nochmal.
Und dann resette ich mit dem Scientist auch gleich mal die Experimente, die wir nochmal cyclen können. Genau genommen nämlich das Science Junior. Und den Mystery Goo, der muss hier unten sein, ne? Ja. Sehr schön. Okay. Haben wir das? Dann können wir die nämlich auch nochmal abfeuern. So. Jetzt kommt die Bremsung in Orbit. Sollte nicht zu viel kosten. Gehen erstmal auf einen schönen 30 Kilometer Orbit runter. Das müsste theoretisch schon low sein. So. Und dann ziehen wir uns von da aus in den kompletten Low Orbit, machen unsere gesamte Experimentenfraktion nochmal mit allem, was man erledigen kann. Und werden dann zur Landung ansetzen an der schönen Stelle. Mal gucken, was sich da so anbietet. So, ein bisschen Scansatz laufen lassen. Kann man schon mal erste Eindrücke sammeln, während wir hier drüber fliegen. So, ich weiß nicht, ob der auf unseren. High Resolution at Altimetry Scan auf ICA 91%. Weiß es nicht, ich glaube nicht, dass der als High Resolution Scan gilt. Aber vielleicht haben wir einen High Resolution. Mit auf dem Satelliten drauf. Und so kriegen wir zumindest schon mal den Multispektral-Scan ein Stück weit. Far from perfect, aber mir reicht das erstmal. So, jetzt können wir mal gucken, dass wir hier Fuel Cell einschalten. Und beginnen uns ein bisschen Strom zu erzeugen. So, jetzt die Bremsung in den Orbit. Vorher noch mal einen kleinen Gravity Scan. Das sammeln wir alles brav in dem Container, das already stored. Okay. Dann muss das unser Scientist holen. Ärgerlich, aber ist jetzt so. So kurz vorm Manöver. Gamma Ray? Nee. Das ist nicht, was ich suche. Wo ist denn der?
Da, ne? Hä? Verdammt, wo hat er jetzt den? Den Dings hergenommen. Gravity-Gedöns-Ding. Wahrscheinlich da mit drin. Ich muss das mal aufmachen. Das Bay. Ist da mit drin? Verborgen. Ja, da ist er, glaube ich, oder? Take Data. Zack. Wow. Haben wir. Und los geht's mit dem Manöver. Ist jetzt nicht ganz on point, um es mal vorsichtig zu formulieren, aber sollte immer noch passen. So, Orbit haben wir schon mal. Jetzt geht es nur noch darum, den schön nach unten zu ziehen für eine Landung. So, ist jetzt nicht ganz so, wie wir es wollten, aber von welchem Mod kommen meine Spacesuits? Das Mod ist leider im Modpack nicht mit dabei, weil ich das händisch installieren musste und nachbessern. Das nennt sich, also du kannst danach googeln und das händisch draufpacken. Das nennt sich Colonization Class Suits, glaube ich. Und dann musst du einmal, nachdem du es installiert hast, die richtigen Klassen, also die richtigen Anzüge, den richtigen Klassen zuweisen und so, dann hast du die unterschiedlichen Anzüge. Das ist leider eine ziemliche händische Frickelei und ich glaube, das wird auch nicht mehr weiterentwickelt, aber es funktioniert immer noch. Also da gibt es dann irgendwie so eine 1.2er, 1.1er, 1.2er, 1.3er Version, die aber funktioniert, wenn man sie händisch installiert. Und mitläuft. Grobomir, schönen guten Abend wünsche ich dir. So. Lass uns erstmal in Richtung Periapsis durchsacken. Aegis Midlands haben wir schon. Da gibt es einen frischen Gravity Scan. Sehr schön. Den können wir gleich noch mit in den Container übernehmen. Ja, ist okay. Den da oben musst du halt auch da lassen, ne? Das ist eine okayische Fehlermeldung. Midlands waren wir schon. Mountain Ridge waren wir auch schon. Wir grasen jetzt halt wieder alles ab, wenn wir schon mal da sind. So, der Scan ist jetzt nicht besonders dolle. Ich mach mal wieder die Dings an, die Fuel Cell, um uns ein bisschen zu entlasten, stromtechnisch. Hat alles gedacht, ausnahmsweise mal. Bisher zumindest. Mal gucken. So, den Gravity Scan haben wir noch nicht. Sehr schön. Das wird auf jeden Fall eine ergiebige Science-Mission. Irgendjemand ist im Low Orbit angekommen und ich glaube, das bin ich. Guckt euch an, was wir für Science zu tun haben. Autschi. Götterfunke, grüß dich, na? So, ich kann schon mal ein paar speichern. Scan weg. Multispektralanalyse weg. IFA-Report machen wir gleich. Teleskop. Ja. Crew-Report. Ja.
Und Magnetometer-Scan. Genau, Funke, du bist übrigens auch schon im Einsatz, ne? Aber ich glaube, das hast du auch schon mitbekommen. Ich weiß gar nicht, wo ich dich geparkt habe. Irgendwo habe ich dich. Genau, du bist auf der Raumstation um Duna unterwegs, als Pilot im Moment. Du hattest auch schon eine Duna-Landung, meine ich. Ich glaube, du warst mit unten, als du die Crew abgesetzt hast, die die Raumstation bemannt hat. Ich meine, das warst du als Pilot. So, jetzt haben wir hier einmal alles aus dem EVA-Report. Dann kann er hier gleich mal sich um alles kümmern. Zack. Du musst nämlich eh alles resetten, dann kannst du auch einmal. Ach nee, du kannst das noch nicht resetten, weil ich erstmal die Daten sammeln muss. Collect all. Jetzt kannst du. Du warst ein halbes Jahr im Krankenhaus. Endlich besser. Na dann freue ich mich, dass du wieder auf den Beinen bist und es dir ein bisschen besser geht. Ja, und während du im Krankenhaus dich ausgeruht hast, ist dein Kerbel schon mal nach Duna gereist. Da hast du ein bisschen was nachzuholen. Es gibt ein paar Unterbrüche bei YouTube, aber die Essenz ist, du lebst noch. Dein Kerbel ist noch am Leben. Ich habe ihn nicht irgendwo umgebracht. Ach, das kann ich nicht einziehen darüber. Na gut. Ich habe ihn nicht unterwegs irgendwo geopfert. Nein, er ist stolzer Pilot. Alles gut, ich spoilere dich nicht zu viel. Nur so viel, du lebst. Aber das hast du wahrscheinlich allein schon anhand des Crewroosters gesehen. So. Zack. Zack. Nein, nicht loggen. Ah! Habe ich den nicht schon längst? Den habe ich doch schon längst. Geh weg. Toggeln wollte ich's. Toggeln! Ja, guten Hunger an euch zwei. Oh, neuer EVA-Report. Teleskop kann man schon mal machen. Gravity Scan können wir schon mal machen und EVA Report nehmen wir auch mal mit. Zack. Wieder rein. Seht ihr? Seht ihr? Es klappt ein. Es ist einklappbar. Ich habe es bewiesen. Es ist einklappbar. Multispektralanalyse, zack. Und alles in die Box. So, zack, 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 collect all. Sehr schön. Ja, Grubomir, dann einen schönen Abend hier noch und danke fürs Vorbeischauen. Sehr, sehr gerne das mit den Streams. Das beruht ja immer auf Gegenseitigkeit. So, was haben wir hier geschafft? Wir haben einen Spacewalk im Orbit von Nike gemacht. Sehr schön. Genau, so gerne wie ihr es guckt, so gerne habe ich es, wenn ihr dabei seid. Also ein Geben und ein Nehmen, ne? Streamer und Community gehören ja irgendwie zusammen. Eins geht nicht ohne das andere. Also außer man streamt für null Zuschauer, wobei man dann nicht streamen muss. Okay, Space Neike brauchen wir nicht. Oha, ja, das kann ich mir vorstellen, dass irgendwann so richtiges Essen einem mehr abgeht als Internet-Connection. Weil das trägt natürlich schon extrem zur Lebensqualität bei. So, hier machen wir mal unsere Zirkularisierung gleich. Zirkularisation. Oh, und nebenbei machen wir noch ganz viel Wissenschaft. Zack, den EVA-Report machen wir gleich nach der Zündung. So, wir gehen jetzt mal auf den 3030 Orbit erstmal runter. Sehr schön, dann können wir uns eigentlich überlegen, wo wir landen wollen. Wir könnten direkt hier runter. Eigentlich wäre es gut, wenn wir so ein bisschen auf Äquatorhöhe runtergehen, ne? Also hier jetzt irgendwo bremsen. Dann haben wir nachher einen guten Abflug.
Abflug auf dem Äquator. Machen wir es doch so. Zack. So, ich muss jetzt hier nochmal einmal. Ganz schnell meine ganzen Experimente einsammeln. Zeug, das ist. Wir werden für immer Wissenschaftspunkte generieren. Für immer. So. Okay, und dann setzen wir zur Landung an, hätte ich gesagt. Strommäßig sind wir voll. Das heißt, wir können jetzt nämlich mal den hier stoppen. Und unsere Fuel Cell erstmal ausschalten. Im Moment brauchen wir die nicht. So, wenn wir uns ein bisschen drehen, sollten wir nämlich genug Strom reinbekommen über die Solarzellen. Das ist auch der Fall. Sehr schön. Dann warten wir auf unser Manöver zur Zündung. Dann erobern wir Ike. Ja, da müssen wir dann den Scan-Satelliten noch hinbringen. Ich hoffe, dass auf dem Scan-Satelliten... Also was da auf jeden Fall drauf ist, ist ein Ressourcenscanner. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Ich hoffe, es ist ein High-Resolution-Gedöns-Sensor mit drauf. Dann können wir den anderen, die andere Mission gleich noch mit erledigen. Also den Satelliten, der gerade im Orbit von Duna ist, weil da brauchen wir ihn jetzt gerade nicht so super dringend. Wie sie beide glücklich sind. Ja, ist eine tolle Mission, ihr zwei. Die ihr da habt. Ganz tolle Mission. Oh nein, EVA-Report geht gerade nicht. Oh, wartet mal, ich könnte noch. Vielleicht kriege ich den EVA-Report noch. Wenn das Manöver rechtzeitig vorbei ist. Manöver-Check und raus und EVA-Report. Jawohl. Sehr schön. Alter Verwalter, wir sind noch nicht mal gelandet, haben schon 37 Experimente. Da geht ein bisschen was, würde ich sagen. So, wir stellen mal um auf Landemodus. Zumindest alles, was grob absteht, können wir mal einziehen. So, wo geht's denn runter? Wir kommen runter auf... Ja, das hat sie erledigt. Wir kommen runter auf dieser dunklen Fläche dort. Ist okay, glaube ich. Sollte auch einen schönen Ausblick auf Duna geben. Screenshot-Time. Und hoffentlich ein paar nette Experimente ermöglichen. Wir haben jetzt bis zur Landung noch 3 Minuten. Das ist okay. Thrust Rate von 6,02 gerade, das ist auch sehr gut. So. Ach shit, das funktioniert ja eh nicht. Hier musste man ja Extend Stabilizers machen. Wir fahren das Fahrwerk schon mal aus, damit wir gleich eine schöne, ordentliche Landung hinbuttern können. So, irgendwo hier hinten in dem Bereich wird unsere Landezone sein. Ich bringe uns jetzt mal mit ein bisschen Time Warp runter. Suborbital Spaceflight above Ike. Yes, sir. Wir haben schon mal 500 Science-Punkte zusammen. Und guck mal, was wir gesammelt haben. Was für eine Menge an Zeug. Okay, da kommt unser Impact-Timer. Ich werde es nicht ganz ausreizen. Also ich werde so mit 1000 Meter Puffer den Burn starten. Sehr unterschiedliche Aussagen hier, finde ich. Ich starte jetzt mal.
Okay. Sieht ganz gut aus, glaube ich. Ist okay. Ich finde halt sehr, sehr verwirrend, dass die beiden hier so sehr unterschiedliche Zahlen hergeben. Lieber ein bisschen langsamer machen, damit wir es unter Kontrolle haben. Es kostet zwar ein bisschen mehr Sprit, aber besser so als drauf gehen. Trust Weight von knapp 5, wenn wir wollen. Noch 3,9 bis zum Boden. Okay, ich lasse uns jetzt ein bisschen durchsacken, um den finalen Burn zu machen. Sieht ganz gut aus. Also wir haben relativ viel Bums auf dem Triebwerk, um wegzukommen, wenn irgendwas nicht läuft, wie erwartet. Okay, alles ist collected soweit. Okay, nicht den Punkt verpassen, wo ich brennen muss. Benjamin, vielen lieben Dank für dein Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kargonauten. Okay, also die Anzeigen sind in Ordnung. Wir haben eine relativ steile Slope. Müssen wir gleich mal schauen. Aber ich hoffe, wir rutschen die nicht runter. Aber ich kann das gleich mit der Ground Taffer festmachen. Meter noch. 100 Meter. Ich nehme den letzten Funken Geschwindigkeit noch raus. Landelicht gibt uns schon einen guten Indikator, wo es hingeht. Meter. 25. Und Touchdown und verankert. Wir sind auf Igel gelandet. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Wie ihr seht, wir haben eine ganze Menge an Experimenten, die wir erledigen können. Aber als allererstes können wir mal ganz, ganz zufrieden mit uns selbst. So, was sagt das SRS, wenn es aus ist? Ne? Dann müsste der Stromverbrauch nämlich okay sein, ja. Okay. Ganz zufrieden mit uns selbst, das Thema hier abhaken. Oh, kann man aus dem Fenster? Schade, ich hatte gehofft, aber der Winkel ist nicht gut. Doch. Oh, guck mal. Hervorragend. Kann tatsächlich aus dem Fenster Duna sehen. Super. Okay.
Wir haben ein paar Sachen zu erledigen, würde ich sagen. Wir haben nämlich einen Haufen Experimente zu machen. Wir haben auch noch das ganze Ground-Based-Zeug mit. Also wir können noch eine Experimentenstation aufbauen. Und wir müssen vor allen Dingen diese ganzen Dinger hier noch. Die sind schon an, sehr schön. Tschüss. Ich hoffe, ich habe dir nicht suborbital geschossen. Ne, ist nur ein kleiner Hüpfer. Da kommt er wieder runter. Also ich verteile jetzt die seismischen Messpots, damit wir unser seismisches Experiment mit schön viel Bonus durchexerzieren können. Also jetzt kriegen wir nämlich dann quasi von den Pots Echos, wenn wir mit dem Hammer auf den Boden rumschlagen. Dafür müssen wir erstmal warten, dass sie alle brav landen, ohne zu explodieren möglichst. Dann haben wir hier ein schönes seismisches Sensornetz verteilt. Mal gucken. Der eine scheint schon zum Liegen gekommen zu sein. Ah, einer ist explodiert, schade. Zwei liegen. Der dritte liegt auch. Okay, dann schießen wir nochmal zwei ab. Manchmal explodieren sie halt einfach, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir damit noch ein komplettes Sensornetz hin. So, jetzt machen wir erstmal alles, was irgendwie es so zu erledigen gilt. Crew Report, zack, speichern. Laser Surface Scan. Temperature Scan. Der Mystery Goo. Ein Gravity Scan. Ein seismischer Scan. Und last but not least noch die Material Study. Wir machen alles. Oh, einer ist nochmal draufgegangen. Collect them all. Okay. Ja, dann heißt es aussteigen, würde ich sagen. Auch das wieder ein First. Zack. Zack. Wir setzen das erste Mal Fuß auf den Boden von Ike. Sehr schön. Ein weiterer Mond ist erobert. Und jetzt können wir einmal die Daten noch einsammeln und dann mit dem Ingenieur auch aussteigen. Der hat nämlich auch ein bisschen was zu tun. So, der darf auch noch mal einen EVA-Report nehmen und ein Surface-Sample. So, und jetzt werden erstmal zusammen Flaggen aufgestellt oder die Flagge aufgestellt. Das darf der Wissenschaftler machen. Unsere hochoffizielle Wir sind auf Ike gelandet Flagge. Zack, zack. Oh, spiegelverkehrt. Hier ist die Ike-Landung.
Wer ist der Kollege nochmal hier? Ah, wie heißt der andere? Mosambi. Ah, jetzt. Sehr schön. Gut, dann an die Arbeit. Wir haben nicht so ewig Live-Support mit dabei. Wir bauen unsere Experimente auf. Wir brauchen die Central Station. Wir brauchen Solaris. Den Feinmechaniker-Schraubenzieher. Und dann am besten schon mal die ersten Experimente. Beziehungsweise, nee, wir machen erstmal die Stromverteiler startklar. So, wie viele Experimente haben wir damit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alles klar, dann Vollgas mit den. Gut. So, der Ingenieur muss die ganze Sache jetzt natürlich aufbauen. Wir könnten noch, wartet mal, wir könnten noch den hier da lassen und ein weiteres Experiment mitnehmen. Ach nee, wartet mal, brauche ich die? Ja, andersrum. Ich kann den erstmal noch hier lassen. Den brauche ich erst fürs Strom anschließen nachher, falls man den überhaupt wirklich braucht. Ich glaube, das geht auch mit dem Schraubomaten. So, jetzt sind wir auch ein bisschen schwerer. Man kann auch grob fliegen wenigstens. Wir stellen das ein bisschen abseits der Landestelle auf, damit wir es nachher nicht kaputt machen beim Starten. In der Nähe dieses Steins. So. Also, das erste, was wir brauchen, wie immer, ist unsere Ground Station. Dann die bauen wir dann natürlich noch Solarpaneele an. Zack. Sehr schön. So, dann haben wir schon mal Stromerzeugung für unser Bodenexperiment. Dann Stromverteilung. So. Von da kommt der Strom. Hier soll er hingehen. Dann die ersten Experimente. Ein Bodenmagnetometer. Mit Stromanschluss Richtung Verteilung. Ein Bodengravitometer. Eine Interior Heat Probe. Hier ist auch ein Anschluss. Dann können wir die ein bisschen nach hier hinten verlegen. Sehr schön. Erster Schwung erledigt. Holen wir den Nachschub.
Crazy ist wieder wach geworden. Guten Morgen, Crazy. Ich glaube, ein paar sind sogar schon wieder weg davon. Grobo Mir hat gemeint, er muss wieder los. So, jetzt gucken wir mal, wie viel ich davon mitnehmen kann. Oh, alle sogar. Sehr schön. Hervorragend. So, das wird eine sehr, sehr ergiebige Bodenstation mit Experimenten nochmal. Auf jeden Fall. So, der Retroreflektor, immer ganz wichtig. Den braucht man, um später den Leuten beweisen zu können, dass man hier war. Sonst gibt es Leute, die das anzweifeln. Die sogenannte Flaches Kerbin Society. Wo ist mein Stromanschluss dafür? Da. Was habe ich jetzt eigentlich gerade hingebaut? Ein Kaltkathodenneutral-Ionendetektor. Ja. Das klingt auf jeden Fall sehr wissenschaftlich. So, dann haben wir hier noch ein paar leckere Geräte. Ein Solarwindspektrometer. Da. So, damit sollten wir den Part erledigt haben. Dann jetzt Schraubenzieherchen in die Hand. Jetzt kommt die feinmotorische Aufgabe. Split, 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 split. Wir machen eine Strominstallation auf einem Mond. Das hat nicht so gut funktioniert. Sehr schön. Erste Verlängerung steht. Kabel ziehen. Ja, ich finde auch, dass gerade mit diesen ganzen Surface Experiments Pack und mit den, also generell mit D-Magic Orbital Science, lässt sich halt einfach noch viel machen. Und gerade wenn man jetzt dieses Surface Experiment Pack hat, plus KISS, plus KESS, wo man wirklich auch ganze Raumschiffe im Orbit montieren kann, wenn man das möchte, da lässt sich schon auch einiges rausholen. Definitiv. Gerade EVA ist ja sonst in KSP eher so. Man kann halt EVAs machen, um ab und zu mal ein bisschen Science zu sammeln. Aber hier muss man echt schon fast aufpassen, dass man nicht zu lange draußen bleibt, und dann irgendwie verreckt, weil man kann hier wirklich stundenlang rumtüfteln, wenn man das möchte. Und Sachen bauen, die dann auch wiederum Wissenschaftspunkte abwerfen. Was auch, finde ich, okay ist. Es ist ein gewisser Aufwand, den man treibt, und dafür kriegt man dann halt auch Punkte gut geschrieben. Und man braucht, das ist auch ganz wichtig für diejenigen von euch, die mit dem Surface Experiment Pack noch nicht gearbeitet haben, ganz wichtig, man braucht immer einen Wissenschaftler und einen Ingenieur. Der Ingenieur muss es aufbauen und der Wissenschaftler muss es nachher kalibrieren, damit die Dinger funktionieren. Sonst seid ihr aufgeschmissen. Also deshalb diese Kombination von Ingenieur und Wissenschaftler, die nach Icke geflogen sind. Das hat auch tatsächlich einen dienstlichen Zweck, nämlich den, dass wir das Surface Experiment Pack sauber aufgebaut bekommen. So,
Zack. Da. So, die erste Batterie steht. Kommen wir zum nächsten Schwung. Und das klang irgendwie komisch. Ja, war es auch. Das Schöne ist halt, dass diese Surface-Experiments, die kann man dann kalibrieren und stehen lassen und dann werfen die über die Zeit Wissenschaftspunkte ab. Das finde ich ist ganz nett gemacht. Ah, verdammt, das war zu weit. Mein Stöpsel ist runtergefallen. So, schließen wir die hier hinten schon mal an. Stromanschluss. So, dann sind wir gleich durch mit der elektronischen Endabnahme hier. Wie in jedem guten IKEA-Bausatz sind ein paar Teile übrig geblieben. Sehr schön. So, ich habe meinen Job getan als Ingenieur. Ich kann mich jetzt hier wieder höflich zurückziehen in meine Gemächer. Und jetzt muss gleich der Wissenschaftler ran und seinen Part machen. Ich packe erstmal alles brav wieder ins Raumschiff zurück. Ich glaube, wir haben noch so ein, zwei Experimente, die wir von Hand machen müssen, die nicht über das Dings erkannt worden sind. Rein technisch gesehen hätte ich sogar Leitern dabei. Rein technisch gesehen. So. Meine Fahne hängen geblieben. So. Gut. Jetzt kalibrieren wir das Ganze und starten die Experimente dann. Dann kann ich hier schon mal die Party losgehen. Da ich denke mal, da werden auch noch mal ein paar hundert Science-Punkte zusammenkommen. Uah, wichtiger ist am Ende, dass wir die Bodenproben und so genommen haben, aber hey, kalibrieren.
Measure. Diese Hüpfer immer kalibrieren und starten. So. Ach, guck mal. Das ist auch ein schönes Bild. Wartet mal. Schön, oder? Mit Duna auf der Scheibe gespiegelt. Toll. Dafür hat sich der ganze Aufwand schwer gelohnt. Dafür hat sich der ganze Aufwand schwer gelohnt. Jetzt müsste er mich wieder abtragen. So, weiter geht's. So, hier machen wir eine Hitze Interprobe. Senfsoße, gute Nacht, schlaf schön und ja, Spaß noch. Ich werde das jetzt übrigens so machen, dass ich immer, also ich habe jetzt ein Testding gemacht, dass ich kein Problem mehr damit habe, dass ich das per YouTube hochladen kann. Ich werde das jetzt immer so machen, dass ich nach dem Stream am darauffolgenden Tag am Nachmittag nochmal bei Twitch eine Wiederholung mache, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Also einfach die Aufzeichnung laufen lasse und 2 Tage später dann bei YouTube das Video veröffentliche, sodass wir jetzt wieder up to date sind bei YouTube und die YouTube-Zuschauer auch mitgucken können. So, das war ja so ein bisschen problematisch jetzt immer mit dem Musikgedöns. Aber so ist das dann halt. So, zack, das funktioniert auch. Kalibrieren. Kalibrieren. Seismologisches Experiment an. So, was ist das nochmal? Solar Wind. Das war's, oder? Ja. So. Jetzt schauen wir mal. Begin all. Turn Auto Transmit on. Okay, jetzt ist Auto Transmit an, meine ich. Begin all Experiments. Das sollte eh schon der Fall sein. Genau, die sind jetzt alle bei 0%, sind angeschaltet. Elektronisch ist es stabil. Autotransmit ist an. Das heißt, wann immer der Satellit dann rübergeflogen kommt, kann er seine Daten absetzen. Das heißt, wir sollten hier safe sein. Dann gehen wir jetzt zum Raumschiff zurück, damit der Wissenschaftler anwesend ist, wenn wir die restlichen Experimente durchführen. Und dann können wir fast schon den Rückweg antreten zur Raumstation, in der Hoffnung, dass der Sprit hinhaut. Aber das sieht eigentlich gut aus. Wir hatten irgendwie noch 1000 ein bisschen Delta V. Und ich denke, wir brauchen so 800 Maximum, um zurückzufliegen. Bin also eigentlich ganz unbesorgt. 1400, genau. So, jetzt machen wir hier erstmal alles collecten, was geht. Genau, und ein bisschen was bleibt hier oben, sinnigerweise, weil ich habe ein paar Doppelungen mit dabei. So, ich meine, ich habe das schon getan. Entschuldigung. Wo ist denn mein Kopf? System Check. Sieht gut aus. Der kommt an den Boden ran. Das heißt, wir können ein Core-Sample nehmen. Los geht's. Oh, Core-Samples nur auf atmosphärischen Planeten. Schade eigentlich. Na gut, wieder was gelernt. Also, merkt euch mal, Core-Samples nur auf Planeten mit Atmosphäre. Der XKCD. Das ist aber auch, das ist mir noch nie aufgefallen. Das ist eine schöne Referenz. Kennt ihr XKCD? Ich hoffe, ihr kennt XKCD alle. Das ist eine tolle Referenz. Für alle, die es nicht kennen, werde ich es jetzt mal verlinken. Unglaublich gute
Nerd-Comics. Sehr schön. Okay, schade, dass das nichts liefert, aber es ist halt so. So, dann machen wir hier mal den Stompomaten an. Und sammeln unsere seismischen Daten. Dunk, 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 dunk. Keep. Sehr schön. Ich hoffe, wir haben jetzt alles. Winter hat auch eine goldene Rakete. Na klar hat Winter auch eine goldene Rakete, weil man ist immer der eigene Subscriber. Immer. Das kann ich auch. Ich kann mich noch nicht mal deabonnieren, wenn ich mich selber nicht mehr mag. Also so eine Phase des Selbsthasses wird dann auch nicht gewürdigt. Ich bin immer mein eigener Subscriber. Und zwar, ich bin immer mein eigener Tier 3 Subscriber. Allerdings ohne was dafür zu bekommen. Ich darf einfach, also ohne Geld dafür zu bekommen. Ich darf einfach nur alle Smileys benutzen. So, zack, das können wir wieder einziehen. Okay, wir haben alles soweit abgefrühstückt. Ich würde sagen, wir könnten uns, ja, ich glaube, resetten können wir die Dinger oben. Das ist einfacher, das im Orbit zu machen. Dann würde ich sagen, fliegen wir doch mal in Richtung Äquatorialorbit los und lassen hier unsere Station, sage ich schon, unsere Experimente zurück. Denn wir haben nicht super viel Puffer. Wir haben noch 5 Tage für die Supplies, das ist okay. Wir haben aber nur noch 6 Tage 4 Stunden und 7 Tage 2 Stunden für die Habitation. Und dann sollten wir wieder zurück sein, sonst gibt es Ärger. Life Support läuft noch. Ja. Okay, das heißt, wir machen uns mal auf den Rückweg. Sonst noch ein anderes Biom mitnehmen. Ich weiß nicht, ob mir das nicht zu knapp wird vom Treibstoff her. Ich brauche zurück. Sechshundert ungefähr. Das nächste Biom. Ist ein Stück, ne? Der Hüpfer. Das ist ein größerer suborbitaler Sprung. Mit Bremsen wird er uns auch an die 400 kosten. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, das Risiko einzugehen, Götterfunke. Weißt du was? Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich beschleunige jetzt mal in den Orbit auf 200 Meter, also mit 200 Meter pro Sekunde und wir gucken mal, wie weit ich damit kommen würde. Ob das reicht für ein weiteres Biom. Dann könnte ich, glaube ich, das Risiko akzeptieren. Aber ich glaube, das ist zu weit. Ich denke, wir werden bis hier, wenn wir Glück haben und sich hier direkt das nächste Biom aufmacht, dann haben wir Schwein gehabt und ich kann mal gucken, wie viel ScanSat schon getan hat. Lass mal sehen, wie viel wir schon wissen. Ah, nicht genug. Hervorragend. Hier drüben haben wir schon ein bisschen was gelernt. Nee. Wir probieren es mal. Wir gucken mal, wie weit wir sind nach 200 Metern pro Sekunde. Ground Taffer ist raus. Wir beginnen auch schon direkt zu rutschen. Mal sehen. So, Freund Blasebalg. Kann auch direkt angemacht werden. Und los geht's. Ah, guck mal. Wir sind bei 1200, ist der Breakpoint auf die 200 Delta V, über die ich gesprochen hatte. Das ist halt schon knapp, ne? Nee. Und das Problem ist, das, was ich beschleunigt habe, muss ich dann halt auch schon wieder bremsen. Das wird mir einfach zu riskant, weil ich muss unbedingt bei der Station wieder ankommen. Also, ich würde das eher lassen. So. Flach über den Horizont. Ich ziehe den Start jetzt durch. Ja, stimmt, wir sind jetzt in den Lowlands, aber ich habe schon zu viel Geschwindigkeit, weil ich habe jetzt 314 Speed drauf. Das heißt, ich müsste 300 wieder runterbrennen.
Das bringt's einfach nicht. Es ist halt schade. Hätte ich eine Biom-Map schon gehabt, dann hätten wir es gesehen, dass wir hier direkt über den Lowlands sind danach. Aber es war jetzt zu spät. Wir sind einfach schon zu schnell. Das kostet mich halt nochmal 300. Dann habe ich noch 700. Ich brauche allein 400, um in Orbit zu kommen. Nochmal... Zu knapp. Zu knapp. Andern Mal. Wir werden nicht das letzte Mal hier sein. Versprochen. Und das nächste Mal haben wir auch eine Biom-Map. Da können wir dann ein bisschen schöner arbeiten. Das Raumschiff bleibt ja, das muss dann halt nur mal getankt werden. Dann können wir das nochmal in ordentlich machen. Jaja, mit einer Tanke auf Ike geht da richtig noch was. Richtig, richtig. So, wir lassen uns jetzt mal langsam auf die 20 Kilometer hochgleiten, beziehungsweise ich gehe schon mal wahrscheinlich sogar ein bisschen höher, ne? Können ruhig auf 30 Kilometer Orbit gehen. Das schadet nicht. Da sind wir auf jeden Fall free of all Ärger. So, mal gucken, ob noch irgendwelche anderen Biome kommen, die wir eventuell noch nicht mit dem Scanner erfasst hatten. Ich lasse jetzt die Fuel Cell mal laufen gerade, um uns... Obwohl, brauchen wir sie? Doch, ich glaube, wir brauchen sie, um uns stromstabil zu halten, ne? Ah ja gut, aber jetzt ist gerade ziemlich ideal mit den Sonnen, mit der Sonne. Das ist nix. Das ist auch nix. Also nix, was wir schon hätten. Juhu, da ist noch eins. Mountain Range. Feuer frei. So, ihr könnt schon mal gespeichert werden und Freund Blasebalg nimmt noch eine EVA. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Damit sind wir über 50 Experimente rüber. Wir müssen das Baby dann eigentlich nur noch in einem Stück nach Hause fliegen. Und deshalb ist es nicht wert, das Risiko zu gehen, weil es uns eigentlich gut geht mit dem, was wir hier schon mitgenommen haben. So, und das Schöne ist, dass wir jetzt auch gerade noch eigentlich, ach nee, scheiße, wir sind zu tief, ne? Suboptimal, ja. Wir sind zu niedrig. Aber ich lasse den mal mitlaufen für unseren Abflug. Ich hoffe, dass der irgendwann anspringt gleich. Um Himmels Willen, der soll auf keinen Fall abspringen. Und noch ein bisschen scannt, weil dann hätten wir schon mal auf Äquatorhöhe. Ja, jetzt fängt er an. Sehr gut. Dann haben wir nämlich auf Äquatorhöhe schon mal ein bisschen Biominformationen für die nächste Mission. So. Andi, schlaf gut und ich wünsche dir einen guten Start in die Woche. So, wir zirkularisieren. Sehr gut. Und dann werden wir, das ist die Umlaufrichtung, dann machen wir jetzt noch eine Runde um Ike rum quasi, bevor wir uns Richtung Duna rauskatapultieren. So, dann haben wir, ach guck mal, das ist ja richtig gut. Haben wir schon eine schön niedrige Periapsis. Sehr gut. So, dann haben wir nämlich noch eine schöne Scan-Runde jetzt. Ich lasse die Fuel Cell erst anlaufen, wenn wir mit dem Strom runter sind. Solange kann das... So, ich glaube, wir haben auf dem Äquator die Biome zusammen. Ne, haben wir nicht. Na gut, hat sich gelohnt, es noch anzulassen. Multispektral, Gravity Scan und dann nochmal ein EVA Report. Sehr schön. Hat sich schon gelohnt. So, wir haben dann zwar nur einen sehr dünnen Streifen mit Informationen, aber es ist besser als nichts. So, jetzt sind wir sehr hart im Stromverbrauch. Okay.
aufs Manöver ausrichten. Jetzt lasse ich mal kurz ein bisschen die Fuelzellmittel laufen, um uns wieder auf den Stand zu bringen. Also Fuelcell ist auch so ein Ding, das kommt, glaube ich, von Universal Storage mit. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es von Universal Storage mitkommt. Es gibt natürlich auch Fuelcells Stock. Für solche Missionen, wo ihr euch mal auch auf der dunklen Seite bewegt und also von Himmelskörpern auch vielleicht längere Zeit, wenn ihr mal landet und nicht so große Batterien mitschleppen wollt, kann ich euch die Fuelcells für so temporären Betrieb bedingungslos empfehlen. Das ist echt eigentlich eine echt coole Investition. Jetzt lasst mich nachdenken. Mit Tech Life Support ist es sogar so, dass noch Wasser erzeugt wird. Also das Wasser bringt euch dann noch was. Hier wird es auch erzeugt, aber bringt mir halt nicht besonders viel. Genau, auch ein schönes Bild. Nehmen wir nochmal im Screenshot-Modus mit, würde ich sagen. Wonderful. Jetzt bringen wir sie nach Hause. So, das Gute ist, dass wir uns jetzt auch vom Ike entfernen und damit der Ausschnitt, den wir scannen, immer größer wird. Das ist auch nochmal schön, dass wir das gleich nochmal doppelt bestreichen. Und wir haben dann schon mal, guck mal, eine Biom-Map einmal am Äquator rum. Das ist noch nicht besonders dolle, aber es ist schon mal besser als nix. Und die wird jetzt hier hinten raus auch an Breite gewinnen nochmal. So dass wir dann am Äquator in zukünftigen Missionen schon mal entscheiden können, wo es hingehen soll. Wie lange brauchen wir eigentlich zurück? Eine Stunde, okay. Guck mal, jetzt passiert zwar nicht mehr so viel von der Entfernung her. Aber dafür sind die Blöcke halt schön groß. Da haben wir doch schon mal ein bisschen was erfasst. Cool. Sieht man hier auch. Ne, Scanner für Dings haben wir noch nicht. So, der wird jetzt gleich auch aufhören zu funktionieren, denke ich mal. Viel weiter werden wir da nicht mehr kommen. Aber ist doch schon mal was. Es ist besser als nichts. Wir wissen schon mal ein bisschen mehr über Ike nach dieser ersten Forschungstour. So, dann werden wir uns in den Orbit fallen lassen und die Raumstation baldmöglichst abfangen. Schön. Okay, jetzt können wir den Scanner abschalten. Wir sind außer Reichweite. Und dann können wir auch erstmal die Fuelzell abschalten. Okay, dann Umlaufbahn Ike in wenigen Minuten. Umlaufbahn Ike. Gott, es ist spät. Es wird Zeit, dass ich zur Station komme und alle Körbels und ich mal ein bisschen Heier machen. Umlaufbahn Duna natürlich, um Himmels Willen. Natürlich ist es die Umlaufbahn um Duna. So. Oh, guck mal. Da haben wir auch noch mal ein paar Sachen, die wir mitnehmen können. Warum nicht? Und die Spektralanalyse. We can't be done right now. Ich möchte die aber jetzt tun. Habe ich irgendwo noch was in den Speichern drin liegen? Kann das sein? Ja. Sieh zu. Da, 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 da. Schön.
Oh, die muss ich ausreinigen erstmal, bevor wir die machen können. Ja, die machen wir auf jeden Fall noch. Die lohnen sich ja richtig. Habe ich die noch gar nicht gemacht? Schön. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Sehr, sehr schön. Naja, unverhofft kommt oft. Sehr schön. Ach, hätte ich gleich einen EVA-Report machen können, ich Dummerchen. Experimente. Hervorragend. So, jetzt gucken wir mal. Wir werden sicherlich eine Abweichung haben. Kazit, grüß dich. Wir werden sicherlich eine Abweichung haben. 9 Grad. Das ist ganz ordentlich. Aber dann machen wir die hier unten. Wir kommen. Sonst sind wir echt lange unterwegs. Und so sparsam müssen wir, glaube ich, nicht sein. Mit dem Treibstoff. Jetzt bei 800. Na gut, 0,1 lassen wir gelten. Okay, da ist unser nächstes Fenster, an dem wir brennen müssen. Bis dahin warten wir einfach mal. Und danach kommt die Bremsung. So, das haben wir schon relativ gut. Also ich lasse das trotzdem mal offen, auch wenn wir dadurch öfter in Time Warp gehen müssen. Das lohnt sich nämlich meiner Meinung nach, genau wegen solchen Sachen. Weil man da nochmal einen Gravity Scan abgreifen kann zum Bleistift. Manchmal sind da halt einfach Sachen mit dabei, wo man über irgendein Biom drüber nuckelt, wo man einfach noch nicht war. Okay. 4 Minuten bis zum Burn. Hier sind wir schon bedient. Safe. Auch safe. Okay. Jetzt kommt gleich unser Manöver. Dum, 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 dum. Aber das bringt uns treibstofftechnisch echt gut nach Hause. Das Schiff ist schön gesized. Damit kann man auf jeden Fall, solange es einen Treibstoffnachschub hat, schöne Ausflüge nach Ike machen und sehr, sehr gut Science-Punkte einsammeln. So eine tolle Mission wie jetzt gerade werden wir natürlich nicht nochmal hinbekommen, weil wir jetzt viel aus dem Orbit schon rausgezogen haben. Aber es gibt natürlich auf den verschiedenen Biomen immer noch Science zu sammeln. Und gerade in Kombination mit der zukünftigen Ike-Tankstelle könnte das sehr, sehr interessant werden. Ich mache jetzt hier mal zu. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir werden jetzt auf jeden Fall eine Bremsung einlegen auf der Periapsis und mal gucken, ob wir die Station direkt erwischen oder ob wir... Ach du Heilige. Da ist die Station. Wir sind da. Das heißt, es macht für uns mehr Sinn, den Orbit groß zu lassen. Es ist einfach, es ist spriteffizienter, so zu fliegen. Statt runter zu bremsen und dann wieder aufzusteigen.
Ist da eine Grafikmod? Ja, da ist auch eine Grafikmod mit dabei. Ich benutze Scatterer und nicht Enhanced Visual Environments, sondern Stock Visual Enhancements. Aber du kannst einfach Ausrufezeichen HKK2 eingeben, Lars, dann kriegst du eine CCAN-Liste mit meinem gesamten Mod-Setup. Die kannst du so in CCAN reinladen und CCAN installiert dir dann die Mods genauso, wie ich das benutze. Das macht so diese Atmosphäreneffekte und Wolken und so Schnickschnack. So. Und auf Kerbin natürlich auch noch Städte. Okay, du, das heißt, wir lassen uns jetzt von der Raumstation einholen. Auf einem relativ hohen Orbit noch. Ich werde den dann drüben auch, glaube ich, einmal korrigieren. Obwohl wir liegen. Egal wo, über ihm. Das ist in Ordnung. Ist egal, den lassen wir so. Den korrigieren wir nicht nochmal. So. Check. Good enough. Wir haben noch 4 Tage, 5 Stunden Essen und 6 Tage Habitation. Das sieht also auch noch gut aus. Ich denke, wir werden jetzt so 3-4 Orbits abwarten müssen. Mal gucken. Bis die Raumstation uns eingeholt hat. Sie ist jetzt gleich schon auf gleicher Höhe. Freedom Nerd, vielen lieben Dank für deinen Sub und ganz viel Spaß mit den frischen Emotes. Ich weiß nicht, ob du sie schon gesehen hast. Ja, wenn nicht, guck sie mal an. Die sind ein bisschen überarbeitet worden. Und da kann man jetzt auch ganz gut mitarbeiten. Sind schöne Kerbals geworden. Also sind auf jeden Fall Kerbals, um Himmels Willen. Also bevor sich jemand denkt, vielleicht sind das ja gar keine Kerbals. Es sind sowas von Kerbals. Aber die Kit hat da ganz tolle Arbeit geleistet und echt hübsche, hübsche Kerbal-Emotes gemacht für den Channel hier. Kann ich gar nicht oft genug Danke sagen. Hattest eine Weile lang keinen Internetzugang? Oha, was hast du alles verpasst? Was hast du alles verpasst? So. Oh. Shit, wir sind out of Strom, sehe ich gerade. Das ist nicht gut. Das müsste sich aber gleich beheben, wenn wir in die Sonne reinkommen. Hoffe ich. Alter, mach mich nicht unglücklich. Sonne. Bitte. Verdammt. Oh nein. Oh nein, oh nein. Kann ich irgendwie Stop Life Support oder sowas machen? Nee, ne? Oh nein. Houston, wir haben ein ernstzunehmendes Problem. Mist, 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 Mist. Wie kriege ich da jetzt Strom rein? Das Problem ist, dass man die Fuel Cell, das hat mich schon immer sehr gewurmt, aber man kann die Fuel Cell nicht von außen anschalten. Leider. Und von innen halt auch nicht mehr mit einem totgelegten Schiff, glaube ich. Ich hoffe, wir haben hier kein ernstzunehmendes Problem. Ach doch, ich kann sie anschalten, oder? Ja, okay, alles ist gut. Ah, da hatte ich ganz kurz ein bisschen Pipi in den Augen. Eieieiei. Okay, alles ist gut. Alles ist gut. Man konnte die Fuel Cell einschalten. Das ging auf der einen Raumstation mal nicht, weil... Ich weiß es gar nicht, warum das nicht ging. Das ist eine gute Frage. Jetzt haben wir auf jeden Fall Strom. So, ich guck mal, wann wir die Station abfangen können. Das wäre beinahe ins Höschen gegangen. So, da ist sie noch ein bisschen vor uns. Da ist sie schon ein bisschen vor uns. Das heißt, wir können das jetzt machen. Da kriegen wir sie dann. Jupp.
Das wäre beinahe schief gegangen. Aber es ist nochmal ein Argument pro Fuel Cell übrigens. Um hier einfach mal, ich möchte hier nicht als Fuel Cell-Verkäufer dastehen, aber die sind schon gut. Die haben schon einen Zweck, die Dinge. Die haben schon einen ernsten Zweck und helfen, wie ihr sehen konntet. Sonst wäre ich jetzt ganz schön aufgeschmissen gewesen, hätte ich schieben müssen. Ich konnte nichts mehr ausmachen beim SRS. Steuerung war komplett schon weg. So, das Problem ist, dass der Live-Support halt relativ viel frisst und ich nicht genug hatte, um das aufzufangen. So, jetzt lassen wir erstmal kurz die Batterien volllaufen. So, dann nehmen wir die Fuel Cell wieder raus. So, und jetzt haben wir genug Zeit, weil wir gleich auf der dunklen Seite nochmal sind. Da will ich meine Fuel Cells wieder haben. Und gerne auch noch mit Treibstoff. So, da kommen wir ihm doch schon mal gefährlich nahe und überholen noch mal kurz auf der Innenbahn. So. Und jetzt machen wir die Fuel Cell erstmal vor dem ganzen Docking-Geschissel wieder an. Wie geht's, wie steht's? Ganz gut soweit, Snake. Ganz gut soweit. Dankeschön. So, Target. Retrograde. Und ich bremse schon mal. Wo ist er denn jetzt? Da. Irgendwo da. So. Sehr schön. Also 400 Delta V haben wir noch ungefähr Toleranz gehabt. Das heißt, mit einer zusätzlichen Landung wäre es schon arg knapp. Also hätten wir von 300 Meter pro Sekunde nochmal runter beschleunigt, im Leben nicht, weil das hätte uns halt 600 Delta V gekostet. Also das zu bremsen und dann nochmal zu beschleunigen. Ja. Guten Abend, Golden Wolf. Grüß dich. Ja, das ist. Also es war gut, dass wir es nicht gemacht haben. Das hätte uns tatsächlich die Mission gekostet wahrscheinlich. Oder hätte uns in Bedrängnis gebracht. Und ich hätte irgendwie rüber jetpacken müssen oder irgend so ein Geschnöselkram. Das wäre nicht gut gekommen. So, ich bereite mich aufs Bremsen vor. Nehmen auch die Flügelchen schon mal rein. Stop Life Support und Stop Fuel Cell. So, wir sind im Endanflug. Sieht alles noch ganz gut aus. Genau, da hätte er mit dem Reservekanister rüber müssen. Been there, done that. Okay, ich bremse jetzt erstmal und suche mir einen Docking-Port, wo ich hinfliegen kann. Ich glaube, ich nehme den da. Ist das hier ein Docking-Port? Ja. Zack. Zack. So, für die Fans von Docking-Musik, das ist jetzt eure Chance, euch selber welche einzuspielen. 10 Days left to Tier 3 Resub. Ja, ich arbeite noch an dem Tier 3-Smiley, aber es ist ein neues Tier 2-Emote da. Es ist ein neues Tier 2-Emote da. Tatsächlich. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier.
Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Dianon Force, vielen lieben Dank für deinen Sub und auch dir ganz viel Spaß mit deinem Emote. So, jetzt gucken wir mal, dass wir nicht zu schnell reinkommen. Lässt du wohl den Winternaut da? Echt? Ich lasse was vorbereiten. Das ist lass einen Kraken vorbereiten. Soweit kann ich schon mal spoilern. Ich glaube, dass ein Kraken noch mal cooler kommt, tatsächlich. Ich lasse mich aber gerne von dir als meinem einzigen Tier 3 Subber beeinflussen, weil du außer mir der Einzige bist, der Zugang zu dem Emote hat im Moment. Also es ist ein Kraken tatsächlich. Also es soll ein Kraken werden. Ich bin sehr gespannt, was Kit macht. Da ich ja auch immer zum Kraken umgebaut werde, würde es sich ja anbieten. So, wir sind so halbwegs gerade ausgerichtet. Naja, ein bisschen nach links können wir noch. Koffi, Grüße zurück nach Kroatien. Ich hoffe, du hast es schön und bist im Urlaub und nicht zum Arbeiten, weil ich habe letztens gelernt, dass jemand anders zwar auf Hawaii ist, aber da nicht so viel von hat, weil er ja arbeiten muss. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Snake, Gratulation zum Twitch Baby. Danke für deinen Resub. 9 Monate, das Twitch Baby ist voll und in 3 Monaten blüht auch dir die goldene Rakete. Danke, danke. Danke, danke. So, ich hoffe, ich habe einen triumphalen Punkt in eurer laufenden Docking-Musik erwischt. Für dieses exquisite Docking. Ach, nicht instant. Ärgerlich. Na gut. Aber fast instant. Arbeiten. Genau. Okay, wir sind wieder da. Alle Experimente haben es nach Hause geschafft. Zur Raumstation. Alle sind wieder halbwegs glücklich. Sehr schön. Genug Essen ist da. Gut, 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 gut. Das hätte doch alles deutlich schlimmer ablaufen können. Wir werden jetzt nochmal das Labor befüllen mit ein wenig Wissenschaft. Wir haben noch nicht ganz 40 frei. Ich kann mal gucken, was wir da so haben. Das ist ein bisschen viel. Keep. Ein bisschen viel. 40 Data. Ah, nicht ganz 40 habe ich frei. Schade, das reicht nicht. 25 Data, das sieht gut aus. Und der ist auch sonst nichts mehr wert. Ab damit ins Lab. Okay, den Rest müssen wir aufheben. Ein Science-Click-Fest. Ich hoffe, ihr rechnet mit, wie viel es ist. Wow. Da werden wir noch viel Freude dran haben, Freunde. Das wird nochmal ein halber Tech-Tree. Und wir können die Experimente mal clean. So, wir müssen unbedingt den Wissenschaftler hier umziehen lassen wieder. Ich glaube, Flowhawk ist der Wissenschaftler, meine ich. Ja. Flowhawk muss zurück ins Labor. Und dann resette ich einmal den Alarm. Ja, dann würde ich sagen, können wir für heute mal, die letzten Male habe ich immer recht gründlich überzogen, können wir es für heute mal gut sein lassen. Ich werde übrigens in der nächsten Woche, ich habe Urlaub und bin erst ab Donnerstag tatsächlich weg im Urlaub. Das heißt, ich habe noch ein Fragezeichen für Sonntag, HKK, also Colonization. Weiß ich noch nicht ganz genau, ich habe aber ein ganz gutes Gefühl für Montag und Dienstag. Das dürfte auf jeden Fall klappen. Vielleicht ziehen wir da irgendwie was vor oder sowas. Ich muss es mir überlegen. Ich werde es, glaube ich, zur Abstimmung stellen, wie letztes Mal auch im Chat. Da könnt ihr morgen im Laufe des Tages euch ja mal zu äußern. Das heißt, wir machen jetzt einmal hier die Uhr noch safe. Duna. Nein, die Emergency Supplies habe ich rausgeklickt. Nein! Hust.
Das muss ich gleich nochmal einspeichern. So, und wir speichern jetzt hier den neuen Alarm ein. Jetzt muss ich doch nochmal ganz kurz die andere Mission abfangen. Ja. Da muss ich das Manöver einspeichern. Wann ist morgen denn ein Stream? Also das genaue Wann kann ich noch nicht sagen. Ich werde es in den Kalender eintragen und in den Chat schreiben. Ich gehe davon aus, abends irgendwann so ab 20 Uhr, denke ich mal. Irgendwo so den Dreh, nach dem Abendessen, werde ich, wenn dann, streamen. Genauere Details wie immer im Ausrufezeichen-Kalender. Dafür gibt es ihn ja. Und natürlich im Ausrufezeichen-Discord. Dafür gibt es auch jenes. Nutzt es. Genau dafür ist es da. Und wenn ich sage Ausrufezeichen-Kalender und Ausrufezeichen-Discord, dann könnt ihr damit natürlich immer Links zum Kalender und zum Discord abrufen. Uiuiuiui. Ich weiß, das sind abgefahrene Technologien, aber die könnt ihr da gerne verwenden. So, ich bin durch für heute. Ich gucke jetzt mal, wem wir heute auf den Keks gehen können mit einem kleinen Raid. Ich hoffe, ihr kommt auch noch kurz mit. So, ich gucke erstmal nach deutschen KSPern. Ja, kommt, wir können heute mal, glaube ich, den Charun mal zurückraiden. Der war jetzt auch ein, zwei Mal hier. Lasst uns einfach mal bei ihm vorbeischauen und ein kleines Dankeschön für seine Raids zurückschicken. Und ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns voraussichtlich morgen Abend wieder. Und jetzt ist der Raid aktiv. Hat viel Spaß gemacht, sind gut vorangekommen und das mit der Beam Power, ich muss mal gucken, dass ich mir dazu tatsächlich in irgendeiner Form ein Video angucke, damit ich das noch ein bisschen besser durchdringe, bevor wir das in einem Livestream probieren. Mein Name ist Robert und tschüss.